Mann, Baby, ich habe meinen Einsatz verpasst. Warte doch mal ein bisschen. 1ahosting.ch. 100 GB SSD Webhosting für nur 4,90 Franken pro Monat. Registriere jetzt deine .ch-Domäne für nur 4,90 Franken im ersten Jahr zum Hosting dazu, Mann. Webhosting vom Feinsten. So, und damit sind wir zurück, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen im neuen Jahr in der Flonk Formel 3 Pro Series und damit auch ein herzliches Hallo natürlich an alle, die zuschauen. Ich muss gerade noch kurz die Session wechseln, das Ganze noch hier mal einstellen. Kommt davon, wenn der Kommentator zu lange braucht, um auf die Toilette zu gehen, dann kommt sowas dabei raus. Nichtsdestotrotz starten wir in die Formel 3 Saison, oder was heißt, wir starten in die Saison? Wir sind ja schon in der Saison, aber wir starten in den zweiten Teil der Saison. Wir sind im neuen Jahr angekommen und dürfen deswegen uns freuen auf Road Atlanta. Wir haben es gerade schon bei den Junioren in der Formel 4 gesehen. Eine sehr, sehr schwierige Strecke, nicht zu unterschätzen, was die Fehleranfälligkeit angeht und wie schnell das Ganze zu einem Unfall führen kann. Haben wir auch gesehen, leider Gottes,
wie schnell das Ganze dementsprechend dann auch, ja, ich sag mal, unangenehm werden kann. Jawohl, Mimisack, werde ich machen. Werde dann in Ruhe da nach dem Stream reinschauen. So, wir sind in der Formel 3 unterwegs, auch hier, ich bin für den Moment noch alleine, macht aber nichts, kriegen wir alles hin. Dann wird gleich nach dem Thema, nach dem Thema Briefing, so rum nennt sich das richtig, wird dann Dani Bernasconi wieder bei uns aufschlagen. Früh gestartet, sage ich mal, in Anführungszeichen, sind da jetzt schon sehr, sehr früh hier mit drin in der Übertragung oder im Practice. Wir können aber das Ganze nutzen, so ein bisschen mal reinschauen, wen haben wir denn heute Abend alles da. Also bis hierhin sind tatsächlich nur 18 Fahrer. Server, das ist ein bisschen wenig. Wie gesagt, ein bisschen der Situation geschuldet, dass, es sind noch Ferien, Urlaubszeit und durch Corona bedingt, also ich kann es bei mir sagen zum Beispiel, ich habe jetzt auch Urlaub, nur dadurch bedingt, dass ich im alten Jahr keinen Urlaub nehmen durfte mehr im Dezember, weil Urlaubssperre und dann aber zu viel Urlaub übrig geblieben ist und jetzt muss man den sofort nehmen und ja, solche Themen tauchen dann da sehr schnell auf und dann ist man da ganz schnell dabei, dass man plötzlich Urlaub hat und seine Zeit verbrauchen darf und kann ab und zu mal ein bisschen schwierig werden. Dann fängt man auch noch an, in Urlaub gehen zu wollen, weil das gerade momentan kann ich verstehen. Jeder möchte eigentlich, man möchte raus, man möchte weg. Und dann hat der ein oder andere eben keine Zeit, um heute Abend hier mitzufahren. Jetzt muss ich hier mal nur... Schade. Ich habe genau einen einzigen Camlink wohl bekommen, wenn ich das richtig... Für heute Abend für die 3... Also wenn da noch der ein oder andere gezeigt werden möchte, gerne Camlink noch einschicken. Ich habe noch Kapazitäten, das zu machen. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Heute übrigens haben wir, wie gesagt, Road Atlanta. Eine sehr interessante Strecke. Wir gucken auch gleich mal in die Streckenvorstellung. Aber vorher gucken wir uns mal die Wertung an. Und da sehen wir, Freddy Eugster ist vorne auf der ersten Position mit 100 Punkten. Den sehe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht auf dem Server. Also das wäre jetzt zum Beispiel mal so eine Thematik, die der ein oder andere Verfolger ausnutzen darf. Jetzt gucke ich hier drauf, Patrick Schilikowski auf der zweiten Position. Auch der ist bis jetzt noch nicht auf dem Server. Und der dritte im Bunde, das ist der Drittplatzierte, das ist Mirko Gier. Und das ist tatsächlich der erste, den ich dann auch mal auf dem Server sehe. Also, der Fahrer von Unique Sim Racing könnte hier heute Abend mal der große Nutznießer werden. Denn auch Nicolas Rogivu nicht mit am Start. Der Viertplatzierte Pascal Riedi auf der fünften Position. Auch den sehe ich tatsächlich nicht. Also ein sehr ausgedünntes Fahrerfeld, was die Topfahrer angeht. Autsch, das war Marco Honegger, der da mal kurz richtig heftig eingeschlagen ist. René Seidemann, der Sechste in der Gesamtwertung, der ist auf dem Server mit dabei. Auch André Rajkovic sehe ich, der ist im Moment auf der 3, was das Ergebnis angeht. Also zumindest im Practice mal. Claudio Costarelli, auch den sehe ich auf dem Server. Remo Zemp, den sehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Und dann Marco Honegger auf der 10, jawohl, der ist da. Simon Heck, den habe ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch gesehen. Jawohl, der ist auf der zweiten Position. Und Marc Hildebrandt, auch der leider nicht da. Also aus den Top 12 sind, glaube ich, nur 5 Fahrer da. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, das ist extrem gut für die 5 Fahrer, die da sind. Denn Reichergebnisse werden hier genutzt bei den Namen, die heute nicht auf dem Server sind oder heute nicht am Rennen teilnehmen. Und dementsprechend dann eben ein Streichergebnis schon mal verbrauchen müssen. Für eine Nullrunde und wenn dann mal ein schwaches Ergebnis dabei ist, beziehungsweise irgendwann mal noch eine Nullrunde eintritt, dann ist da halt nicht mehr mit großartig reich Ergebnisse ziehen dafür und dann das weh. Deswegen hier auch die Hoffnung für den einen oder anderen nochmal hier ordentlich Punkte zu holen. Wir aber, liebe Zuschauer, gucken uns heute jetzt mal die Streckenvorstellung an und dafür würde ich sagen, so. Wir fliegen von Virginia nach Atlanta. Das ist tatsächlich gar nicht so weit. Wir bleiben auf dem amerikanischen Kontinent und sind dann über der Road Atlanta. Und jetzt sieht man hier schon mal einen ganz, ganz immensen Unterschied zu zum Beispiel Virginia.
Virginia war ja wirklich Country Roads, also wirklich die Verkörperung von Country Roads. Da war ja nichts außenrum. Da war ja wirklich gar nichts. Da war einfach nur Feld und Landschaft. Hier Road Atlanta sieht man schon, da ist Infrastruktur außenrum. Da sieht man jetzt links schon auch Stadtteile von Atlanta. Bisschen außerhalb natürlich liegen. Dementsprechend nicht ganz Großstadt, aber zumindest mal Stadtteile. Und dann vorne herum sehen wir die ganze Infrastruktur, die da bereits aufgebaut wurde. Und außenrum und Road Atlanta ist halt, wie es auch Mimi sagt, schon so schön sagt, Wald. Da ist halt wirklich Wald. Ne? Also da ist halt wirklich alles bepflanzt außenrum, was ich ja ganz cool finde. Nicht nur die brachliegenden Felder. Und wir gehen auf die Hotlap, die präsentiert wird von simracing.ch. Wir sind unterwegs im Formel 3 hier um. Mal sehr, sehr kritisch hier, kann man sehr schnell abrutschen. Kurve Nummer 1 sehr, sehr kritisch. Dann auch hier Kurve 2 und 3. Muss man sehr aufpassen, dass man vor allem mit kalten Reifen hier nicht einen Abflug hinlegt. Das kann teuer werden, was die Zeit angeht. Kann aber auch teuer werden, was das Auto angeht. Dann hier Ausgang der S-Schikane, den Berg hoch. Auch hier muss man aufpassen, dass man nicht zu weit abrutscht. Und dann diese Doppel-Rechts, die hier sehr schnell unterschätzt wird, wie gesagt. Hier muss man ganz innen bleiben, sich nach außen tragen lassen, dann runter in den zweiten Gang. Nicht in den ersten, das ist so ein Thema, das man hier immer sehr gerne mal unterschätzt. Der erste Gang im Formel 3, absolute Todesvariante. Da kriegt man so viel Kraft und Wheelspin auf die Hinterachse, dass es einen sofort rausdreht. Das gilt es tunlichst zu vermeiden. Und dann kommen wir die lange Gegengerade entlang und dann ist es das Anbremsen in die Schikane hinein. Auch hier gilt es, da sehr früh hochzuschalten in den dritten Gang, um nicht zu viel Wheelspin zu bekommen. Dann geht es über diesen blinden Knick runter in die letzte Kurve. Einmal herum und dann ist es auch schon eine geschaffte Runde in Road Atlanta. Eine sehr kurze Strecke tatsächlich. Rundenzeiten liegen hier im Formel 3 bei etwa 1,13, 1,14. Das ist nicht sonderlich lang. Das ist nicht sonderlich viel. Und von daher ist das dann natürlich dementsprechend eine schnelle Runde, ein schnelles Rennen. 20 Minuten nichtsdestotrotz und dann die 30 Minuten im Hauptrennen werden anstrengend werden, da gehe ich davon aus. Vor allen Dingen, weil eben auch sehr viele Möglichkeiten für Unfälle vorhanden sind. Das wird im Briefing sicherlich gleich nochmal ein ganz, ganz großes Thema werden. Ich bin gespannt tatsächlich, wie sich das Ganze dann entwickeln wird auf der Rennstrecke. Ich weiß noch nicht ganz. Also bei den Formel 4 Junioren haben wir gesehen, wie man gut fahren kann, ne? Wie man ohne Berührung durchkommt. Es gab die eine Berührung bei den Formel 4 Junioren, die war allerdings nicht so heftig, Gott sei Dank. Und es gab natürlich auch das Thema rausfliegen, Kontrolle verlieren. Ja, ist halt hier sehr, sehr schwierig. Kann im F3 natürlich nochmal ein bisschen schneller passieren, weil man halt nochmal mehr Kraft auf dem Auto hat. Also von daher gilt es hier Obacht zu behalten und dementsprechend vorsichtig zu agieren, um keine Unfälle hervorzurufen. Ich würde sagen, liebe Zuschauer, weil es heute ein bisschen beruhigter ist von der ganzen Situation her, auch von der Auslastung her, weil wir ja nochmal ins neue Jahr relativ ruhig reinstarten, machen wir nochmal eine kurze Werbeunterbrechung, sind dann gleich wieder zurück, schauen dann auf Thema Wettbewerbsfrage, schauen auf das Thema Fahrerbriefing, ups, und da wird ein bisschen rausgerutscht, hoppala. Ibanat unterwegs da, ein bisschen abseits der Strecke, aber macht nichts. Und dann sehen wir uns in wenigen Minuten wieder nach einer kurzen Werbeunterbrechung und würde ich sagen, gleich. We'll be right back.
Mann, Baby, ich habe meinen Einsatz verpasst. Warte doch mal ein bisschen. 1AHosting.ch. 100 GB SSD Webhosting für nur 4,90 Franken pro Monat. Registriere jetzt deine .ch-Domäne für nur 4,90 Franken im ersten Jahr zum Hosting dazu, Mann. Webhosting vom Feinsten. So, und da sind wir auch wieder zurück aus der Werbepause. Vielen Dank, Mimisack, für die Info, die mein Mikrofon betrifft. Ich musste mir das mal angucken. Ich habe da schon so eine Vermutung, was das Ganze angeht. Also, wenn dem einen oder anderen auffällt, dass mein Mikro kurzzeitig mal irgendwie ausfallen sollte, mal irgendwie ein bisschen schwächer wird oder so, bitte mal mir Bescheid geben. Es muss nicht unbedingt ein Hardware-Thema sein. Es könnte auch durchaus ein Software-Thema sein. Oder gerade bezüglich Einstellungen könnte vor allen Dingen ein Thema sein. Also da gerne mal die Info im Chat dalassen, wenn da tatsächlich irgendwelche Aussetzer etc. sein sollten. Dann werde ich mich darum kümmern. So, jetzt sind wir aber zurück hier in Road Atlanta. Und da wir heute ein bisschen, ich sag mal, ein magereres Fahrerfeld haben und auch nicht ganz so viele Themen haben, die wir heute abarbeiten müssen, machen wir doch einfach mal Diddling, diddling, ding, 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 ding. Ich habe ja auch noch keinen Jingle dafür, es tut mir so leid. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, eins zu finden fürs neue Jahr, aber ich habe noch keins. Ist auch immer ein bisschen schwierig, ne, mit Thema Copyright und sowas. Deswegen gibt's noch das selbstgesprochene Jingle immer wieder von mir. Ist doch auch was Schönes, ne, hat auch nicht jeder. Also, heute das Thema Wettbewerbsfrage. Wir gehen natürlich wieder zum Thema, was für ein Fahrzeug wird privat gefahren. Und heute die Wettbewerbsfrage lautet, welches Fahrzeug fährt denn Luca Negro von AKR Sim Racing privat? Bitte einmal mit Marke und Modell in den Chat. Dann gibt es heute einen, ich glaube, 30 Euro Amazon-Gutschein zu gewinnen von der Garage S-Frei. Das wird hier auch präsentiert dementsprechend von der Garage S-Frei natürlich. Und wie immer, wenn ihr mitmacht, kriegt ihr eine Stimme für den Lostopf des großen Hauptpreises, den ich immer noch nicht bekannt geben darf. Tut mir leid, ich darf's doch nicht. Es ist zu gut und zu geil, dass man es geheim halten muss. Es ist halt einfach so. Was soll ich euch sagen? Ich hab's probiert. Ich habe gebettelt bei Roger. Ich habe gebettelt, dass ich sagen darf. Aber ich darf nicht. Es tut mir leid, ich darf's nicht. Aber es lohnt sich, um das nochmal aufzugreifen. Ne? Es lohnt sich. Deswegen, also, Luca Negro, AKR Sim Racing, was für ein Fahrzeug fährt er? Privatmarke und Modell, bitte einmal in den Chat. Dann seid ihr im Lostopf. Und wir müssen nochmal auf ein ganz anderes, wichtiges Thema eingehen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich es noch da habe. Ich hab's noch da, da ist es. Just one wish for the children we raise. 19. Februar 2022. Jetzt haben wir schon Januar 2022. Also ich rechne mal ganz kurz mit euch durch. 1, 2, 3, 4... 5, 6 Wochen. 6 Wochen noch. 6 Wochen, Freunde. 6 gottverdammte Wochen. Und dann ist es soweit. Dann haben wir wieder das Charity-Event von Lechner Racing und der Sim Racing Academy am Red Bull Ring. Porsche 992 Cup und der Porsche Cayman GT4, den wir hier so schön sehen, wird gefahren werden. Ach, es wird großartig. Also ich muss zugeben, ich bin ein Riesenfan dieses Charity-Events. Ich war im letzten Jahr dabei mit Andrei Rajkovic. Sehr kurzfristig das Ganze. Es war nicht sonderlich von sportlichem Erfolg gekrönt bei mir.
Aber es war durchaus eine Riesen-Gaudi. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben doch durchaus eine sehr ansehnliche Spendensumme zusammenbekommen für die Salzburger Kinderkrebshilfe. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich bin dieses Mal, wie gesagt, das Ganze wird übertragen von Racebot. Jetzt wollte ich Hotspot sagen. Warum Hotspot? Racebot. Und deswegen darf ich dann auch tatsächlich mitfahren. Ich werde das Ganze stellen oder werde auch ein Team stellen und mitfahren. Freue mich schon riesig auf den Event. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Ich werde persönlich im Cayman GT4 unterwegs sein, weil ich das Auto wenigstens einigermaßen beherrsche. Nicht so wie den GT3 Cup. Den kriege ich überhaupt nicht hin. Aber ganz, ganz wichtig, bitte unbedingt dieses Datum eintragen. Wenn ihr nicht mitfahren wollt, dann auf jeden Fall im Stream dabei sein. Aber noch wichtiger, bitte jeder, der kann, jeder, der irgendwie Kontakte dazu hat oder sonst irgendwas, auf jeden Fall ein Team stellen, anmelden und mitfahren. Wir werden viel, viel Spaß haben und wir werden Gutes tun und das ist ja das Wichtige daran. Das wollen wir erreichen. Ich lasse einfach mal dieses Bild nochmal so ein bisschen auf euch wirken. Ja. Guckt doch mal die schönen bunten Farben an im Charity-Logo. Ich finde das super cool mit den bunten Farben. Ich mag sowas ja sehr gerne. Ich bin ja auch ein Mensch, der sehr mit Farben kann und gerne arbeitet. Und ich kann ja schon mal so viel verraten. Ich persönlich habe mir vorgenommen, dass ich auch die ein oder andere Kleinigkeit mit dazu beitrage. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in Form von, dass ich im Hauptstream irgendwie Theater mache, weil das wird nicht funktionieren. Weil ich ja selber fahren muss, aber ich selber werde das Ganze auch übertragen und werde da schauen, dass ich da den ein oder anderen Spaß mit einbaue für dieses Event, denn wie gesagt, es geht ja hauptsächlich um den Spaß. Natürlich ist auch ein bisschen sportliche Motivation dabei, ja, also gerade die stärkeren Fahrer und Teams, von denen sich übrigens schon einige angemeldet haben, ich wollte es nur mal erwähnt haben, möchten da sehr gerne natürlich auch ein bisschen was zeigen, sich präsentieren, ist ja ganz klar. Aber es geht hauptsächlich um den guten Zweck und deswegen machen wir das Ganze und deswegen wollen wir da sehr viel Spaß haben und das Ganze auch einfach mal genießen und nutzen. So, das muss an der Stelle auch einfach mal, wie ich finde, gesagt werden. Bevor wir dann von Charity das Ganze übergehen in das Briefing und das findet in circa 30 Sekunden statt, deswegen gehe ich jetzt auch mal rüber. So, einen wunderschönen guten Abend von der Rennleitung. Abend. Allen auch von uns ein gutes neues Jahr darf man jetzt noch wünschen, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start gehabt und seid motiviert für das erste Formel 3 Rennen im neuen Jahr. Kommen wir zum Briefing. Road Atlanta auf der Full-Course-Variante heute Abend. Das zeitliche Programm hat sich nicht geändert. Ihr fahrt 20.30 Uhr ein Long Quali, 10 Minuten Zeit, um eine schnelle Runde zu fahren. Heute Abend in der Live-Übertragung im Long Quali, Fahrer Nummer 1 ist Luca Lionello. Aha. Luca, bitte sofort rausfahren, wenn das Quali startet. Okay. Fahrer Nummer 2 ist Thomas Eckhold. Thomas, bitte noch circa 4 Minuten rausfahren, damit du im SRA TV übertragen werden kannst. Vielen Dank. Okay. Dann 20.40 Uhr Countdown und ca. 45 wird das Rennen gestartet. iRacing gibt das vor. Das erste Rennen dauert 20 Minuten, dann gibt es das übliche Warm-up, 5 Minuten und dann geht es weiter mit dem 30 Minuten Rennen und mit dem Reversed Grid für die Top 8 Fahrer. Wie ihr sicher bemerkt habt beim Trainieren, die Boxenausfahrt hat es etwas in sich. Falls einer an die Box muss und wieder rausfährt, bitte achtet auf den Verkehr. Es ist eine nicht ganz einfache Situation beim Rausfahren und den schnellen Autos, die den Berg hochkommen. Versucht auch, wenn ihr Überholmanöver ansetzt, das an sinnvollen Stellen zu machen. Die vielen blinden Stellen und die vielen blinden Kuppen sind vielleicht nicht der beste Ort, um irgendein riskantes Überholmanöver anzusetzen. Versucht da vorsichtig zu sein. Pendente Strafen haben wir keine mehr. Und jetzt wichtig zum Fahrverhalten. Das hat ja auch in Virginia wieder das eine oder andere Rencontre gegeben. Und wir sagen es eigentlich immer im Briefing und manchmal habe ich das Gefühl, ihr hört mich nicht oder
man hört nicht so zu oder man kann es dann nicht richtig umsetzen. Aber am Anfang Platz lassen, an die kalten Reifen denken, nochmal Platz lassen, Kontakte vermeiden während so den ersten 1-2 Runden und dann reiht sich das ein und dann ist sauberes Racing einfacher, als wenn es schon in den ersten 1-2-3-4 Kurven richtig mit Abflügen und so weiter zur Sache geht. Versuche das heute Abend umzusetzen. Ich habe dasselbe übrigens vorhin den Junioren gesagt und die haben das top umgesetzt. Die haben einen völlig vorbildlichen Start hingelegt und ich denke, ihr bringt das ja auch irgendwie hin heute. Und zum üblichen Fahrverhalten sage ich sonst eigentlich nichts mehr groß, nur denkt daran, Kurve 1 wird früher gebremst nach dem Start, das ist noch wichtig. Dann nach dem Briefing könnt ihr euch hier ausklinken, ihr müsst den Kanal nicht mehr mithören, achtet aber in iRacing auf allfällige schriftliche Hinweise der Rennleitung. Proteste sind natürlich möglich und erlaubt, das Prozedere kennt ihr, Ausfüllen des Formulars nach der Cooldown-Phase ab dem Folgetag 9 Uhr möglich. Die Interviews, das ist auch wie bis jetzt, die Top 3 Fahrer bitte nach dem Rennen in den Warteraum bei SRA-TV. Mark Keil wird euch dann entsprechend zu sich in die Kommentatorenkabine hochziehen und ihr könnt zum hoffentlich erfolgreichen Abend Auskunft geben. Immer erwünscht sind Livecam-Links, denkt daran, es hat heute nicht so viele gegeben, aber es ist cool, wenn ihr Livecam-Links der Regie zukommen lasst vor dem Rennen, damit wir einen Blick zu euch ins Cockpit werfen können während des Rennens. Vielleicht für die nächsten Rennen ist das eine Überlegung wert für den einen oder anderen. Zum Zuschauen ist das eine ganz coole Sache. Heute Abend die Jury besteht aus Nico Tanner, Daniel Habelzl und René Lang vom Autosport Schweiz. René ist übrigens auch hier im Kanal und hört mit, also seid schön brav und anständig. Und das wäre es zum heutigen Fahrbriefing. Gibt es Fragen von euch oder Anmerkungen? Nein. War das etwas oder nein? Nein, nein. Gut, okay. Dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Quali und ein hoffentlich erfolgreiches Rennen. Viel Spaß. Viel Spaß und Erfolg, Männer. Viel Glück, viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. So, da ist das Briefing auch schon wieder vorbei. Ich finde das immer sehr, sehr schön. Ich mag die Briefings. Das gibt immer eine persönliche Note dem Ganzen. Finde ich persönlich immer sehr, sehr angenehm. Wir wechseln rüber in die wunderbare Live-Übertragung. Schauen da direkt mal drauf. Auf die Ecke. Und auch da muss ich wieder sagen, ich sehe so die ersten Andeutungen, aber es ist deutlich enger als bei den Formel 4 Junioren. Also es sind bis jetzt nur Practice-Zeiten, es sind nur die Trainingszeiten bisher. Und deswegen noch nicht ganz so viel Aussagekraft dahinter. Aber wenn ich mir das angucke, also 14.000stel, eineinhalb Zehntel sind es zwischen P1 und 2, dann sind 6 Zehntel dahinter P3, 2 Zehntel da dahinter ist es dann, nicht 2 Zehntel, 2 Hundertstel, sind es dann hinten zu P4, also das wird alles sehr, sehr eng. Auf den ersten Plätzen ist es schon eng, aber auch im Mittelfeld geht es da knapp zur Sache. Also ich bin sehr, sehr überzeugt und sehr, sehr positiver und guter Dinge, dass wir da heute Abend richtig schöne Rennaction bekommen. Die Formel 4 Junioren haben es schon vorgemacht. Die haben gezeigt, wie man hier zu fahren hat. Und die Formel 3 Jungs können dem, glaube ich, oder werden da in nichts nachstehen. So, und jetzt ist auch der Co-Kommentator für den heutigen Abend wieder bei mir angekommen. Ich darf ganz herzlich begrüßen. Bei der Formel 4 war er schon mit dabei. Jetzt Fahrerbriefing hinter sich gebracht und jetzt auch wieder hier. Vielen lieben Dank und ein herzliches Willkommen an Dani Bernasconi. Ja, noch einmal. Ciao, Marc. Ich freue mich, heute Abend die Kabine mit dir zu teilen. Ja, du bist immer gern gesehen hier, das weißt du ja. Also ich freue mich da immer sehr drüber. Jetzt haben wir gerade wieder im Bild kurz mal ein Hütchen unterm Auto, auch sehr schön. Und jetzt steht's wieder. Ja gut, Auto ist weg, Hütchen steht. Ich muss ja sagen, Dani, ich bin jetzt sehr, sehr guter Dinge, dass wir hier bei den Formel 3 Jungs auch ein sehr schönes Rennen sehen werden. 17 Fahrer sind es leider nur heute Abend. Ich habe es im Vorlauf schon ein bisschen aufgegriffen.
Klar, Ferien, Urlaubszeit, der ein oder andere ist vielleicht auch noch krank. Das ergibt natürlich dann recht schnell ein schmaleres Fahrerfeld, aber nur weil es in Anführungszeichen nur 17 Fahrer sind, muss das ja nicht heißen, dass es langweilig wird. Nein, das haben die Junioren auch bewiesen vorhin. Da hat es auch einige Abwesende gegeben heute, aber wir haben ganz coole Rennaction gesehen. Man könnte auch sagen, vielleicht heute Abend ein kleines, aber feines Fahrerfeld. Ich hoffe es wenigstens. Ja, passt ja auch zur kleinen, aber feinen Strecke in Road Atlanta. Eine der ganz kurzen Strecken tatsächlich im Kalender. Also mit einer Rundenzeit von 1,13, 1,14 gehört es tatsächlich hier zu den allerkürzesten. Aber nichtsdestotrotz ist diese Strecke klein, aber fein. Warum? Weil sie so unglaublich herausfordernd ist und weil sie so unglaublich schwierige Stellen hat. Wir haben es bei den Formel 4 Jungs schon gesagt. Gerade Kurve 1 ist natürlich immer noch sehr riskant. Dann Kurve 2 und 3, diese Kombination sehr, sehr unangenehm. Und dann kommt diese Doppelrechts, das sind dann glaube ich Kurve 7 und 8, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da ist es dann auch ganz, ganz schwer, das richtig einzuschätzen. Und dann natürlich die letzte Kurve, ganz klar, das ist ein absoluter Todesbringer. Immer mal wieder, natürlich im übertragenen Sinne, nicht wortwörtlich genommen. Aber Dani, jetzt muss ich dich einfach mal fragen, weil wir es jetzt auch schon so ein bisschen ausführlicher von der Strecke haben. Was ist denn so die Stelle, wo du sagst, das macht für dich aus dieser Strecke eine coole Rennstrecke? Eigentlich zwei Sachen. Das eine generell, das ist so richtig Old-Style. Die Strecke ist angepasst an die Natur, an die Landschaft, eingebettet und nicht umgekehrt. Ich bin nicht so der Freund dieser synthetischen neuen Strecken, aber das ist Geschmackssache. Und das zweite sind die hat einige blinde Stellen, wirklich schwierige Stellen zum Einlenken, so Kuppen, blinde Kurven. Und das macht es ziemlich herausfordernd. Absolut. Also kann ich dir nur zustimmen. Das ist dementsprechend... Ich finde ja immer, was du jetzt gerade gesagt hast, was mir sehr gut gefällt, ist dieses Natürliche. Ne? Das ist hier so in die Natur mit eingebaut worden. Und man sieht halt auch, man erkennt an dieser ganzen Konstellation um die Strecke herum, dass das halt wirklich einfach nur Natur ist. Und nicht extra, wie du es jetzt gesagt hast, synthetisch hergestellte Rennstrecke, dass man halt ja immer extra irgendwie noch eine Anlage rumbaut und dann noch die Infrastruktur anpasst und das und jenes, sondern dass es halt wirklich funktioniert und mit der Natur im Einklang ist, das gefällt mir auch unglaublich gut. Und ja, ich muss zugeben, was mir an dieser Rennstrecke so unglaublich gut gefällt, ist tatsächlich diese S-Passage bergab, bergauf. Finde ich persönlich sehr, sehr cool, auch wenn es eine Stelle ist, die immer mal wieder für Kopfzerbrechen sorgen kann, weil man halt doch eine sehr große Herausforderung damit hat, diese sauber zu fahren und nicht allzu viel Zeit zu verlieren. Mit den Formelfahrzeugen tatsächlich noch etwas einfacher als mit den GT-Fahrzeugen. Das werden wir dann nächste Woche dementsprechend erleben, wenn die Flonk GT3 Series hier unterwegs sein wird. Du hast es gestern in der Club Series schon erlebt, Dani. Wie seid ihr zurechtgekommen gestern? Ja, erstaunlich gut. In der Clubserie hatten wir auch im alten Jahr noch ein bisschen zu viel Kleinholz, sag ich mal. Aber gestern hat es wirklich gut funktioniert und es war ein spaßiges Rennen. Also es sind auch zwei Rennen. Wir fahren in der Clubserie zurzeit das gleiche Format wie die Formel 3 Pro hier. Übrigens noch eines dann mit dem Formel 3 und dann wechselt die Clubserie auf den Porsche 911 GT3 R, das gibt dann einen Wechsel. Aber gestern mit dem Formel 3 wirklich ein ganz cooler Rennabend. Alle haben sich bemüht und es hat dann gut funktioniert. So, jetzt gucken wir mal. Wo ist er denn? Luca. Wo ist er denn jetzt? Sag mal, wie bescheuert. Wo ist er denn? Er ist noch nicht auf die Strecke gesprungen. Na, so einer. Passen. Okay. So, wir warten noch, dass Luca Leonello auf die Strecke hüpft, damit wir ihn zeigen können. Solange sehen wir jetzt gerade mal Mirko Gier, der Fahrer vom Team Unique, der da unterwegs ist im Moment. Oder er war zumindest im Practice tatsächlich der schnellste Mann auf der Strecke. Ich bin mal gespannt, ob er das auch hier im Quali umsetzen kann. One-Shot-Quali natürlich immer so eine Thematik. Dani, das kann natürlich sehr schnell nach hinten losgehen. Ein einziger Fehler, ein kleiner Off-Track reicht schon, um da dementsprechend die Runde kaputt zu machen. Ja, genau. Es wird ein bisschen Druck aufgebaut mit dem Format natürlich auf die Fahrer. Sie müssen es dann wirklich hinbekommen und jeder muss für sich selber entscheiden, wie viel Risiko will er nehmen in dieser einen Runde. Volles Risiko, um vorne mit dabei zu sein.
und mit der halt auch ein Off-Track zu riskieren oder etwas wenig Risiko und sich mit dem Mittelfeld zufrieden geben, ja, muss jeder für sich abwägen. Genau, muss jeder für sich abwägen. Ich bin da auch mal sehr gespannt, was das Ganze dann ergeben wird. Jetzt sehen wir hier Luca Leonello von Team AKR Sim Racing unterwegs mit seinem Formel 3 auf der Outlap. Und jetzt gilt es hier natürlich, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Vielleicht hat der ein oder andere ja vorhin in der Formel 4 zugehört und hat diesen brandheißen Geheimtipp mitbekommen, wie man die Reifen hier ordentlich warm bekommt. Ich bin sehr gespannt, ob das der ein oder andere tatsächlich macht. Und dann geht's auf die schnelle Runde gleich mit Luca Leonello. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal auch in die Rollbar-Ansicht und fahren einfach mal wirklich onboard, fast onboard mit. Aus der Helmperspektive, beziehungsweise ein bisschen oben drüber über dem Helm. Und gehen jetzt auf die schnelle Runde. Und sehen dann gleich mal direkt diese Kurve 1, Dani. Auch schon mal ein sehr schwieriger Punkt. Denn hier muss man wirklich versuchen, den Apex genau zu treffen. Ansonsten wird man auf diesem Bergaufstück zu weit rausgetragen und kann hier direkt mal das Auto verlieren. Dann natürlich Kurve 2 und 3. Das haben wir schon angesprochen. Und jetzt kommt diese S-Passage, die hier mit den Formelfahrzeugen relativ gut funktioniert. Ja, fährt das auch sehr, sehr sauber. Ob es schnell ist, sehe ich nicht, aber sehr präzise. Ja, und wir sehen auch Mirko Gier direkt mal die Pole Position geholt. Über eine Sekunde vor Andrei Rajkovic, der auf der 2 sitzt. Oh, jetzt hier aber kein guter Exit von Luca Leonello. Auf die Gerade, das war nicht optimal. Aber jetzt vielleicht, schauen wir mal drauf, Michael Endres auf der dritten Position, 1.15.4, also viele 1.15er Zeiten. Machen das mal so im Quali, dass wir hier die Zeiten sehen können. So, Luca Leonello kommt jetzt hier durch die letzte Schikane, die hat er schön sauber genommen. Ein bisschen Rutschen mit dabei gewesen. Claudio Costarelli geht auf die zweite Position, aber auch er eine Sekunde hinter Mirko Gier. Und jetzt Luca Leonello über die Linie. Platz 6 für ihn, 1.15.8. Da muss ich jetzt dann sagen, da hat Mirko Gier mit dieser 1.13.8.77 aber mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Denn wenn wir uns die Zeiten dahinter angucken, Dani, da kommt keiner wirklich dran. Ja, ich staune jetzt. Also wenn ich die Zeiten jetzt anschaue, hier so, braucht sich die Clubserie nicht zu verstecken. Also die Zeiten sind jetzt hier nicht wirklich schneller als gestern in der Clubserie. Staunlich jetzt. Ich hätte jetzt gedacht, die sind eine Sekunde schneller. Aber ist nicht der Fall. Gut, hat natürlich auch ein bisschen wieder damit zu tun, wie viel Risiko geht man. Genau, natürlich, absolut. Genau, sie haben nur diesen einen Versuch und ich denke, die meisten fahren da schon mit dem Hinterkopf auf Durchkommen. Gehe ich auch mal schwer davon aus. So, jetzt gehen wir mit Thomas Eckhold mit. Der jetzt auf seiner Outlap unterwegs ist und dementsprechend dann gleich auf die schnelle Runde gehen wird. Auch er versucht natürlich die Reifen aufzuwärmen. So, René Seidemann hat einen Off-Track kassiert. Simon Heck ebenfalls. Also Simon Heck und auch René Seidemann werden wohl erstmal von hinten starten müssen. Ist jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt hier von Nachteil oder von Vorteil? Ich würde sagen, tatsächlich ist es hier ein Nachteil, weil es ist sehr, sehr schwierig hier zu überholen. Also es ist schon immer mit einem sehr großen Risiko verbunden, außer natürlich auf der Gegengerade. Nur da kommt dann wieder ins Spiel, was du schon gesagt hast, Dani. Windschatteneffekt im Formel 3, er ist zwar vorhanden, aber er ist nicht so immens, dass man gleich ein Überholmanöver setzen kann. Ja, also es ist war gestern recht mühsam. Es reicht gerade so. Gut, der Exit ist halt wichtig, die Kurve vorher. Aber der Windschatten ist jetzt eher kärglich, habe ich gefunden. So, und dann gehen wir mit bei Thomas Eckhold auf die schnelle Runde. Oh, er Kurve 1 jetzt hier hoch, Kurve 2 und 3 schön durch, jawohl. Sehr ruhig das Auto gehalten, sehr, sehr wichtig hier. Und jetzt auch hier durch das S hindurch. Hier hoch und das könnte schon ein Off-Track gewesen sein. Bin ich mir jetzt unsicher. Er gibt weiterhin Gas, also könnte er vielleicht verschont geblieben sein von iRacing. An der Stelle mag es viel leiden, ob es gerade so viel leiden mag. Ja, das ist die Frage. Jetzt gucken wir mal drauf.
Also lange Gegengerade, natürlich jetzt hier nicht der ausschlaggebende Faktor, wobei natürlich hier ganz entscheidend ist, wie kommst du aus der Doppel rechts hinaus, Kurve 7 und 8 ist das Ganze. Und jetzt hier dann Kurve 10 und 11, sehr, sehr vorsichtig durchgefahren tatsächlich, also ich glaube nicht 100% am Limit hier unterwegs gewesen von Thomas Eckold. Jetzt kommt er hier um die letzte Kurve und wir schauen auch hier drauf, welche Rundenzeit bringt Thomas über die Linie? Keine, also war es wohl doch ein Off-Track. Ja. Hat er wohl tatsächlich doch eine bekommen. Ach Gott, übrigens muss ich dir noch was beichten. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe sie dann mal fertig gebracht und bin nicht als Zuschauer. Ja, ja, habe ich schon gesehen. Als Fahrer. ja, ich würde dann nicht mitfahren. Ja, schade. Ich dachte, du zeigst uns jetzt mal, wie eine Quali-Runde funktioniert. Lieber nicht. So, dementsprechend schauen wir mal ein bisschen aufs Tableau. Wir sehen Mirko Gier vor, Luca Negro, dann Claudio Costarelli, André Rajkovic auf der 4, Jonathan Giudice vor Michael Endres, Dennis Andlauer auf der 7, Luca Neonello auf der 8, Leonardo Pizzolli dann auf der 9 vor Patrick Grandi auf der 10, Fabio Calciogandino auf der 11. Position, Yannick Engler auf der 12, mit der Letzte, der eine Zeit gesetzt hat tatsächlich. Dann kommt ein gewisser Herr Bernasconi, der nicht als Fahrer heute mit dabei ist. Er ist allerdings, kurzerhand mal sich eingeschlichen hat als Fahrer. So ein Schlingel. Dann der Herr Eckold auf der nächsten Position, weil er, wie gesagt, keine Zeit setzen konnte. René Seidemann, Simon Heck, Marco Honegger und auch Shiva Natt. Wobei Shiva Natt bis jetzt noch gar nicht angefangen hat zu fahren, was ich sehr interessant finde. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der freiwillig von hinten eins Rennen gehen wird. Ist natürlich auch noch so eine Frage. Ist das jetzt wirklich ein Nachteil, dass man hinten startet, aufgrund der Thematik Startunfall, der eventuell passieren könnte? Ich bleibe allerdings bei meiner Meinung von gerade eben, dass ich es als Nachteil sehe. Wie siehst du es, Dani? Ja, ich denke, in dieser Klasse hier, in dieser Kategorie, ist sicher ein Nachteil. Es sind dann viele Plätze, die du nach vorne fahren musst, wenn du wirklich viele Punkte machen willst. Ja. Also ich glaube auch, dass das hier sehr, sehr schwierig wird. Vor allen Dingen, was mich halt jetzt wundert, ist tatsächlich diese große Lücke zwischen Mirko Gier und Luca Negro. Also 1,02 Sekunden. Das ist schon, das ist ja immens. Das ist eine Hausnummer, ja. Also das muss man schon sagen. Dann natürlich Luca Negro und Claudio Costarelli mit eigentlich identischer Zeit. Finde ich auch sehr interessant. 1:14.899 bei beiden. Dann André Rajkovic eine Zehntel dahinter. Jonathan Giudice eine Zehntel dahinter. Und dann Michael Endres auch nur 2,5 Zehntel. Also im Mittelfeld wird's eng. Da wird's richtig hart zur Sache gehen. Ich weiß nur nicht, inwiefern die Jungs Luca Negro, Claudio Costarelli und vielleicht auch ein André Rajkovic dann tatsächlich mit Mirko Gier mithalten können. Also wenn Mirko einen sauberen Start hinlegt und sich da gleich mal ein bisschen absetzen kann, dann wird es schwierig, den zu halten. Ja, sehe ich auch so. Wir werden nachher sehen, was die Zeiten, wie nahe an der Wahrheit die Zeiten wirklich sind. Aber das ist eine ganz souveräne Zeit hier von Mirko. Also ich erinnere mich zurück, im Practice sahen die Zeiten auch relativ ähnlich aus. Da war man bei einer 1:13.6 unterwegs. Jetzt ist man hier bei einer 1:13.8. Zumindest mal, muss ich sagen, finde ich interessant. Wir gucken trotzdem noch mal kurz auf die Startaufstellung. Mirko Gier vor Luca Negro, dann Claudio Costarelli und André Rajkovic, Jonathan Giudice, Michael Endres auf 5 und 6, Dennis Andlauer, Luca Neonello, dann Leonardo Pizzolli und Patrick Grandi auf 9 und 10, Fabio Calciocandino, Yannick Engler, dann René Seidemann vor Simon Heck auf 13 und 14. Das wird schon mal ein sehr interessantes Duell in der Anfangsphase. Marco Honegger vor Shiva Natt und Thomas Eckold auf der 17. Dann dementsprechend nochmal eins weiter. Da bin ich dann mal gespannt, wie sich das Ganze dann ergeben wird. Wir werden gleich in den Start gehen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich alles rechtzeitig auch hinbekomme hier. So, zack und zack. Das machen wir aus und das machen wir nicht. Ne, das machen wir nicht an. Das ist völliger Quatsch. Das hier machen wir an und das hier machen wir an. So, das wollen wir nämlich haben. So. Und jetzt bin ich dann mal gleich gespannt, wie sich dieses Startchaos, das eventuell im Raum steht. Ich sag mal nur mit Absicht eventuell, weil ich will mich nicht festlegen, dass eins passiert. Ich hoffe es nämlich nicht.
wie sich das Ganze hier gleich aufdröseln wird. Wir warten noch auf den ein oder anderen Fahrer in der Startaufstellung. Mirko Gier zum Beispiel, der fehlt noch. Auch Simon Heck fehlt noch. Und auch André Rajkovic auf der 4. Da sehen wir es, da hinten ist noch die Lücke in der Startaufstellung. Jetzt haben wir Mirko Gier ganz vorne. Zu dem gehen wir natürlich auch dementsprechend, ist ja klar. André Rajkovic ist auch in der Startaufstellung. Damit sind alle da, die heute Abend mitfahren. Wir können dann gleich ins Rennen hineingehen. Dauert noch wenige Sekunden. Also ich hoffe jetzt einfach mal und drücke die Daumen, dass in Kurve 1 alles gut geht. Dann können wir das Rennen hier nämlich auch freudig erwarten. Ansonsten müssen wir uns hier schon ein bisschen Sorgen machen. Jupp. Wir schauen drauf. Rennen müsste jetzt freigegeben werden. Da sehen wir die Startampel. Und das Rennen ist freigegeben. Hinten ein sehr guter Start von Simon Heck, habe ich gerade schon gesehen. Auch Mirko Gier kommt da unglaublich gut weg. Ist da schon mal direkt 3-4 Zehntel auf und davon von Luca Negro. Der hat dadurch schon mal keine Probleme in Kurve 1 hinein. Jetzt gucken wir mal, was dahinter passiert. Da hinten gibt es dann den Unfall schon. Patrick Grandi da mit involviert und der steht ohne Nase und mit kaputter Radaufhängung in der Wand. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Ich vermute, Simon Heck ist ihm da aufgefahren, weil der Frontflügel von Simon sieht sehr ungesund aus. Ja, der wackelt da ganz, ganz ordentlich. Wir gucken. Können wir... Na, wir müssen hier mal schauen. Können wir hier noch... Na, wir müssen noch ein bisschen weiter zurück. Wir gucken, was ist hier passiert. So, wir gucken drauf. Simon ist da innen. Ja, ja. Da gab es den Unfall zwischen Simon und Patrick. Sehr, sehr schade, sehr, sehr ärgerlich. So, André Rajkovic, der hat ein bisschen Luft verloren tatsächlich. Und vorne Mirko Gier jetzt schon 1,5 Sekunden. Oder 1,2 Sekunden weg. Also der ist mal ganz, ganz in trockenen Tüchern unterwegs. Wir gucken, was André Rajkovic macht. Oh, da gibt es den Quersteher. Uiuiuiuiui. Da kommt jetzt die SRA-Armada im Moment gerade mal vorbei bei Jonathan Giudice. Dennis Andlauer auch schon vorbei. Michael Endres möchte auch noch mit vorbeigehen. Ist im Moment nicht so einfach. Wir gucken mal, die Cam von André Rajkovic funktioniert. Da sehen wir ihn gerade wieder in seinem Motion Rig Simulator sitzen. Und natürlich eine turbulente Startphase. Und Simon, ja, der hat jetzt natürlich dementsprechend auch gelitten. Dessen Frontflügel ist hinüber. Das kostet natürlich Abtrieb. Das kostet Topspeed. Also der wird hier wahrscheinlich nicht mehr so eingreifen können, wie er es gerne würde. Und da sehen wir mal René Seidemann, der hier mitten im Pulk ist, jetzt vorbeigeht an Luca Pizzoli, Leonardo Pizzoli. Ich jetzt aber hier verteidigen muss. Auf der Gegengerade, Windschatten-Effekt setzt ein. Leonardo möchte da auf der Innenbahn jetzt vorbei, zumindest was die Gerade angeht. Aber jetzt in Richtung Schikane hat er natürlich die Außenbahn, macht innen zu. Schöner Move hier von Leonardo Pizzoli. René Seidemann muss sich da erstmal zurückhalten, versucht jetzt mit dem besseren Exit vielleicht gleich wieder neben dran zu kommen. Aber Leonardo macht die Tür zu, jetzt gehen sie too weit in die letzte Kurve hinein, versuchen da außen rum zu kommen. Aber René kann sich erstmal nicht durchsetzen und muss die Tür vor sich geschlossen sehen. Jetzt versucht das wieder außenrum in Kurve 1 hinein. Und da scheint es zu funktionieren, Dani. Er holt sich die Position zurück. Ja, sauber. Beide haben mitgespielt. Das ist halt, ja. Grundvoraussetzung. Andlauer in der Wand. Was ist da passiert? Wir gucken, was ist Dennis passiert? Ah, Körb und dann rausgedreht. Aber kein Einschlag, wichtig für ihn. Ja, fährt noch. Ja, fährt noch. Und Simon Heck, einmal in der Pit gewesen. Und das Auto... Ne, ist nur eine Durchfahrtsstrafe. Nee. Ah, Left Pits, genau. Ja, okay, doch. 12 Sekunden gestanden, da gab es also eine kurze Repair. Müsste dann dementsprechend der Frontflügel gewesen sein. Jawohl, der ist wieder dran. Und Simon ist wieder unterwegs. So. Was passiert hier vorne? Oh, Jonathan Giudice und Michael Endres hängen ineinander. Was ist denn jetzt los, Mensch? Oh, uff. Boah.
Das ist... Ja. Also wir gucken uns das nochmal an. Ja, finde ich, muss ich sagen, finde ich nicht gut. Nee, sollte nicht passieren. Und Michael Endres ab in die Box zurückgesetzt. Ja, finde ich, war keine glückliche Aktion. So, Shivanath ist neben der Strecke, das sehen wir hier gerade, der kommt da gerade wieder zurück. Und auch der hat, der hat auch einen krummen Frontflügel. Und da ist auch die Radaufhängung betroffen. Ja, fährt raus, stellt das Auto ab. Also viele Probleme hier in der Anfangsphase direkt. So, jetzt schauen wir mal. Thomas Eckhold geht vorbei an Yannick Engler, holt sich da Position 9. Und vorne Mirko Gier, man sieht 2,2 Sekunden Vorsprung. Da passiert jetzt erstmal nicht mehr sonderlich viel. Also die ersten 5 Minuten, Dani, muss man tatsächlich sagen, mehr von einem Desaster geprägt, als tatsächlich von schöner Rennaction. Ja, leider. Und es ist wirklich... Ich habe jetzt nicht alles wieder angeschaut, aber das Platzlassen scheint doch eine ganz schwierige Sache zu sein. Also gerade die Situation zwischen Endres und, was war es, ich glaube Jonathan Giudice war es, muss ich sagen! Und Yannick Engler mit dem Vollabflug. Was ist denn los, ey? Schauen wir hier, letzte Kurve. Oh, wird berührt von Thomas Eckhold. Und dann ist das Auto weg. Und dann, fliegt er. Uiuiuiui. Ja, es war nicht Absicht. Nee, Absicht natürlich nicht. Thomas ist zu aggressiv übers Körb und dann hat es ihn leicht versetzt und es hat gereicht. Ja, minimal versetzt. Schlag auf die Achse für Yannick Engler und der dreht sich dadurch weg und kann natürlich da in der Situation gar nichts mehr machen. Also jetzt mittlerweile schon 3 Fahrzeuge in der Box komplett beschädigt. Michael Endres ist, glaube ich, wieder unterwegs. Ja, aber auch er schon überrundet jetzt. Also auch sehr, sehr ärgerlich. Simon Hecks sehen wir da. Der ist der Letzte, der noch in der Führungsrunde unterwegs ist. Aber auch er natürlich schon weit, weit abgeschlagen. So, wir gucken zu Thomas Eckhold und Jonathan Giudice. Kampf um Position 9 und 10. Und Dennis Andlauer dahinter auf der 11. Der sich ja selber weggedreht hatte, aber Gott sei Dank keinen Einschlag hatte. Weniger Fahrer, mehr Unfälle. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen kritisch hier. Der Start und die ersten 5 Minuten hier doch sehr, sehr aggressiv. So, Claudio Costarelli hat sich rausgedreht. Da sehen wir gerade noch das Endergebnis. Was ist ihm passiert? Oh, viel zu aggressiv über den Körb. Aber auch er, Glück gehabt, kein Einschlag. Ja, Eigenfehler. Also ich muss tatsächlich sagen, Dani, ich bin ein bisschen negativ überrascht, wie das hier gerade läuft. Ja, ich hätte es mir auch anders gewünscht. So, Dennis Andlauer geht vorbei an Thomas Eckhold, holt sich Position 10 und vorne Fabio Calcagandino gegen Leonardo Pizzoli. Könnte hier vielleicht ein Angriff von Fabio kommen? Er setzt sich schon mal nebendran. Er bleibt aber hinten. Hat dann nicht genug Speed. Aber jetzt hier der leichte Verbremser von Pizzoli. Und das reicht. Ja, das reicht und er geht vorbei. Fabio Calcagandino jetzt auf der 5. Andrej Rajkovic übrigens auf die 3 durch den Fehler von dementsprechend... wer war's? Moment, wer hatte sich rausgedreht? Pizzoli, doch, Pizzoli war das doch, ne? Pizzoli. Nee, Costarelli, Entschuldigung. Costarelli hat sich rausgedreht, genau, so. Und dadurch Andrej Rajkovic auf 3, René Seidemann auf der 4. Also großer Profiteur hier natürlich dementsprechend. René, der da doch am Anfang zu kämpfen hatte ein bisschen, jetzt aber gut im Rennen ist und auf P4 liegend sehr gute Karten hat. Ansonsten muss man tatsächlich sagen, liebe Zuschauer, das Feld ein bisschen sehr weit auseinandergegangen jetzt hier. Durch diese ganzen Unfälle, Dreher... Hat sich da schon sehr, sehr viel auseinandergezogen. Bis auf diese Kampfgruppe hier im Mittelfeld. Da sehen wir Fabio Calcagandino, Leonardo Pizzoli, Marco Honegger und Claudio Costarelli. Und Claudio müsste ja eigentlich der schnellste sein, rein von der Pace her. Aber auch Marco Honegger hier richtig gut unterwegs. Der möchte gleich mal Angriff setzen gegen Leonardo Pizzoli. Jetzt aber auf der Außenbahn in Richtung Schikane. Er hat die Nase vorne, wird das reichen. Leonardo möchte sich in den Reihen bremsen, tut das auch. Aber... Marco mit guter Antwort und steht jetzt natürlich ein bisschen im Weg. Aber Innenbahn jetzt für Leonardo. Auch Claudio möchte da schon wieder mitmischen. Marco außenrum.
nimmt mehr Schwung mit durch die letzte Kurve. Jetzt sind sie hier fast schon ineinander gefahren, aber es sieht gut aus. Jetzt außen rum, das war eng zwischen den beiden. Jetzt kommt natürlich auch noch Claudio mit dazu, der da vielleicht Nutznießer spielen möchte, das vielleicht auch kann, ich bin mir nicht sicher. Nee, im Moment noch nicht, aber Marco kann die Position erstmal nicht holen. Von Leonardo Pizzoli. Muss hinten dran bleiben und Claudio wittert seine Chance. Also die drei zeigen jetzt, wie es gehen würde eigentlich bis jetzt. Ja. Ich muss aber wirklich sagen, das ist vorbildlich hier. Man achtet aufeinander. Klar, ein bisschen Risiko ist immer mit dabei. Aber ansonsten wirklich starke Performance. Ansonsten sehen Sie es, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es ist einfach weit auseinandergezogen. Abstände sind schon deutlich größer geworden. Gerade an der Spitze tut sich gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass sich da so schnell noch irgendwas tun wird. Jetzt aber der Angriff von Claudio Costarelli gegen Marco Honegger. Da geht es um Position 7 und 8 und Claudio geht vorbei. Und ich vermute fast, Dani, wenn ich das mal so sagen darf, dass Claudio auch relativ schnell an Leonardo vorbeigehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leonardo da seinen Teamkollegen allzu lange aufhalten wird. Das denke ich auch nicht. Oder sagen wir es mal so, es wäre doch verwunderlich, wenn er es tun würde. Ja. So, Rennhalbzeit in Rennen Nummer 1 ist erreicht, liebe Zuschauer. Also da die ersten 10 Minuten vorbei und in diesen ersten 10 Minuten ist so viel passiert, das ist schon echt extrem. Also das muss man einfach mal sagen. Da sind viele Dinge passiert, die wir nicht sehen wollten. Das ein oder andere ist passiert, was passieren kann. Also gerade diese selbstverschuldeten Dreher, gerade durch über den Körb zu aggressiv drüber fahren oder sowas. Das sind Dinge, die können passieren, das ist nicht schlimm. Aber die Unfälle, der ein oder andere, war da schon doch schon, naja, fragwürdig, möchte ich mal sagen. Ja, es gab mindestens 2 Unfälle. Die Schuldfrage ist dann noch schwierig zu klären, sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive. Weil der eine, wie üblich, das Gefühl hat, der ist nebendran, weit genug nebendran. Und der andere lenkt dann halt noch ein, weil er das Gefühl hat, ich bin immer noch vorne. Oder das sind so die Klassiker. Ja. Platz lassen, Platz lassen, Platz lassen. So, jetzt ist auch das eingetreten, was wir beide schon prophezeit haben. Claudio Costarelli vorbei an Leonardo Pizzoli. Und da geht's ja auch, darf man ja auch nicht ganz vergessen, Dani, die Top 8. Das Ergebnis dieses Rennens werden ja dann in umgekehrter Reihenfolge aufgestellt. Das heißt, im Moment wäre Marco Honegger Pole-Kandidat für Rennen 2. Ganz genau. Also vielleicht auch nochmal etwas, ein strategisches Mittel, das man nicht ganz unterschätzen sollte, wie ich finde. Ist durchaus zu beachten, das Ganze. Aber ich weiß nicht. Also ich möchte mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und behaupten, es wird nicht mehr allzu viel passieren, sofern nicht irgendeiner einen Abflug hinlegt. Das hat sich jetzt so eingependelt mit den Abständen. Es ist wirklich nur noch Pizzoli auf Costarelli und Honecker auf Pizzoli, die da neu beieinander sind. Und sonst sind es gesunde Abstände eigentlich. Also da wird sich nicht mehr allzu viel tun. Ja, genau. Gehen wir mal davon aus. Das gibt uns natürlich die Gelegenheit, nochmal auf die Wettbewerbsfrage einzugehen, liebe Zuschauer. Welches Fahrzeug fährt Luca Negro von AKR Sim Racing privat? Da einmal mit Marke und Modell in den Chat schreiben und dann gibt es die Chance auf einen 30€ Amazon-Gutschein plus ein Los für den großen Lostopf für den Hauptpreis am Ende der Saison, der sich lohnt. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, auch wenn ich immer noch nicht sagen darf, was es ist, was mich wirklich innerlich auffrisst. Weil ich es endlich sagen möchte, aber ich darf es doch nicht. Das ist so. Das ist meine Leidensgeschichte dieser Saison. Das musst du mit Roger klären. Ja, ich bettel ja schon die ganze Zeit, aber ich darf nicht. Darf noch nicht. Das ist eine ähnliche Leidensgeschichte, wie dass ich nicht mitfahren darf irgendwo. Ich werde immer zurückgehalten. Ich bin natürlich, das muss man ja ganz klar sagen, ich bin natürlich der weltbeste Fahrer. Ja, wenn man mich einmal fahren lassen würde, dann würde ich alles in Grund und Boden fahren und jedes Team würde mich haben wollen. Deswegen hält mich Roger immer zurück. Ist ja logisch, ne? Genau. Gut, so, einmal zurück zur Realität. Ich fahre nicht, weil ich besser darin bin, zu kommentieren als zu fahren. So, danke. Ich würde es ja gerne sagen, aber ich darf nicht. Roger hält mich zurück. Das tut mir leid. Ich darf es einfach nicht. Provozier mich nicht. Lass es. So, liebe Zuschauer, wir gucken nochmal auf die Abstände. Es hat sich halt wirklich zu, ich sag mal, für uns schlechtem entwickelt. Für uns sind die Abstände zu weit auseinander.
Da wird sich nicht mehr allzu viel tun, außer es macht irgendjemand einen gravierenden Fehler. Das Einzige, was wir ansonsten noch haben, ist halt hier dieses Duell zwischen Pizzoli und Honecker, wobei auch das kein richtiges Duell ist, sondern da ist es einfach nur hintereinander herfahren und abwarten, dass der eine oder andere Fehler passiert. Und da ist ein kleiner Fehler passiert von Claudio Costarelli. Und ich kriege einen leichten Flashback, muss ich sagen, Dani. Die Stelle hatten wir vorhin schon, nur dass er dieses Mal sich nicht gedreht hat. Ja, ja. Ja. Das ist dieselbe Stelle, wo im Juniorenrennen Max Gülden in der letzten Runde den Sieg weggeworfen hat. Genau, die gleiche Stelle. So, und jetzt ganz kurz, meine Damen und Herren, ich muss es euch einfach sagen. Nächste Woche dürfen wir den Preis bekannt geben. Ich habe gerade die Zulassung von Roger bekommen. Nächste Woche, dann in der GT3, gibt's endlich die Auflösung. Ich bin jetzt schon ganz nervös. Ich hoffe, du kannst trotzdem schlafen. Ja, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Nein, bitte nicht, nein, nein, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht. So, Dennis Antlauer kommt in Schlagdistanz, da müssen wir doch mal direkt draufschalten gegen Jonathan Giudice. Dennis hatte sich ja vorhin auch rausgedreht, auch an dieser berühmten Stelle hier. Also ich glaube, wir haben unseren schwarzen Peter für heute Abend schon gefunden. Darf man das überhaupt, darf man das noch sagen? Grenzwertig. Ah, okay. Der miese Peter, so. Haben wir den Miesepeter für heute Abend gefunden. Ja, ich habe gerade überlegt, wo ich das gesagt habe, dachte mir so, darf man das überhaupt noch so sagen? Ja, passiert mir auch. So Zeug. Ja, man muss ja auch nicht alles übertreiben, ne? Also muss man ja fairerweise auch mal sagen. So, aber nichtsdestotrotz, Dennis Andlauer kommt in Schlagdistanz. Auch Marco Honecker rutscht wieder so eine Zehntel näher dran. Währenddessen fährt Mirko Gier nochmal eine schnellste Rennrunde. 1:13.3 mittlerweile. Also er ist nochmal 1/13 schneller als im Training. Wo ich dann schon fragen muss, wo holt denn der das bitte her? Das frage ich mich auch. Ich weiß ja, was ich für eine Zeit gefahren hier bin. Das ist echt beeindruckend. Ja, da kommen schon immer sehr, sehr starke Zeiten raus, muss ich sagen. Also ja. Hut ab da vor diesen Leistungen. Auch der Rest, ganz ehrlich, ich sehe hier lauter 1:13.9, 1:14.0, 1:14.3. Selbst die 1:14.7, muss ich sagen, würde ich wahrscheinlich jetzt auf Anhieb nicht mal ansatzweise drankommen. Also von daher starke Leistungen hier im ganzen Feld. So, jetzt ist Claudio Costarelli dran an Fabio Calciocandino und der hat sich das Auto kaputt gemacht, würde ich fast mal sagen. Oder? Nee, sah nur so aus. Okay, ich dachte für einen kurzen Moment, es war eine optische Täuschung. Ich dachte wirklich, der Frontflügel wäre krumm. Aber dann ist Claudio da einfach nur so rangekommen. Ich habe auch tatsächlich keinen Eintrag. Bin ich gespannt, ob das reicht. Mit dem Windschatten. Ja, wir gucken mal drauf. Ja, Effekt setzt ein, man sieht's. Müsste eigentlich reichen. Ja, da kommt er gut daneben. Jetzt muss er allerdings die Außenbahn nehmen, wobei es müsste schon fast... Also... Ja. Also, ich muss jetzt zugeben, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass der Topspeed fehlt bei Fabio. Ja, oder er will nichts riskieren. Oder das kann natürlich auch sein, ja. Wilfer Claudio Costarelli wieder vorne dran. Währenddessen auch René Seidemann an André Rajkovic rangefahren. Jetzt bin ich doch ein bisschen erstaunt, wie sich auf einmal die Abstände wieder verändert haben hier im Feld. Ja, Fabio Calciocandino nur eine 1:15.3 im letzten Umlauf. Also da muss definitiv eine Kleinigkeit gewesen sein. Und währenddessen René Seidemann sehen wir da André Rajkovic davor. Normalerweise ja für das Team Heusingfeld unterwegs. Hier als Gaststarter für die Sim Racing Academy. Und René, der ist da jetzt schon ganz gut am ranhuschen an André Rajkovic, wobei sich jetzt der Abstand wieder ein bisschen vergrößert. Wir behalten das natürlich mal im Auge. Der Windschatten funktioniert da nicht so gut. Nee. Dani, da gibt es eine sehr nette Nachricht für dich im Twitch-Chat. Open Setup? Was ist das? Noch nie gehört. Ich kenne nur Fixed. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin aber auch jemand, der sehr gerne mal eine Fixed-Series fährt, einfach weil man dann diese Unterschiede einfach gar nicht hat vom Setup her. Muss ich auch fairerweise zugeben.
Also ich kann das schon nachvollziehen. So, Jonas. Ja, ich finde jetzt, ist serienabhängig. Ich finde, ja, für die Club-Serie macht Sinn. Hier macht es definitiv keinen Sinn. Ja, wer sich pro schimpfen will, soll auch das Setup bauen. Wobei, es baut auch nicht jeder selber. Aber ja. Auch das ist richtig, ja. Wobei, also, ich finde es ja okay, wenn man eine Basic-Vorlage hat und dann die Feinheiten selber einstellt, weil die Feinheiten muss halt jeder für sich selber finden. Zumindest meine Meinung. So, jetzt vielleicht der Angriff von René. Kommt es jetzt soweit? Er ist auf jeden Fall mal näher dran. Na, André versucht, den Windschatten gleich wieder zu brechen. Und jetzt sehen wir es. Windschatten, ja. Aber der Effekt ist lange nicht so immens, wie es vorhin der Fall war bei Fabio und Claudio. Also gehe ich mal davon aus, dass Fabio vielleicht da wirklich ein bisschen gelupft hat einfach. Ja, sieht eher so aus. Genau, ein bisschen so, wir sind in der Sicherheit. Wir sind übrigens in der letzten Runde, ist mir gerade aufgefallen. Habe ich gerade mal so festgestellt, dass die beiden hier über die Linie gekommen sind. Also jetzt vielleicht noch eine Chance für René Seidemann, da aufs Podium zu kommen. Nein, das war's. Damit hat er sich gerade selber die Chance genommen. Ein minimaler Fehler, der hat ihn jetzt gleich mal eine halbe Sekunde gekostet, 6/10. Und damit ist er dann halt aus der Schlagdistanz wieder raus. Er bräuchte jetzt einen immens besseren Exit. Aber fällt dir auf, es ist immer dieselbe Stelle. Ja. Deswegen habe ich ja schon gesagt, wir haben den Miesepeter für heute Abend gefunden. Also der entscheidende Faktor jetzt hier, viel Wheelspin am Exit der Kurve. Und das gibt André die Luft, die er braucht zum Fliehen nach vorne. Wir gehen währenddessen mal natürlich zum Führenden, der jetzt hier heute so gut wie gar nicht im Bild war in Rennen 1, weil er einfach vom Start an weg souverän gefahren ist. Mirko Gier gewinnt den ersten Lauf hier auf Road Atlanta. Dann Luca Negro für AKR Sim Racing, der leider die Livery gerade nicht drauf hat. Warum, finden wir raus. Auf der zweiten Position vor André Rajkovic, der Position 3 über die Linie bringt, ganz knapp vor René Seidemann. René, der dann dementsprechend auf Position 4 auch starten wird in Rennen 2. Dann haben wir Claudio Costarelli nach seinem Abflug am Anfang oder in Mitte des Rennens besser gesagt auf der 5. Position. Fabio Calcio-Gandino auf der 6. Leonardo Pizzoli auf der 7. Und Marco Honegger auf der 8. Position vor Dennis Andlauer. Tatsächlich. Und Marco dementsprechend dann die Pole für Rennen 2. Und das wird natürlich schon eine interessante Sache werden. Ja, es gibt ja tatsächlich auch Fahrer, die gar nicht so erfreut sind, wenn sie da ganz ungewohnt mal auf der Pole stehen. Ja, absolut. Also da bin ich auch mit dabei. Ich fahre auch nicht so gern von der Pole weg irgendwie. Aber nur, weil ich meistens die Befürchtung habe, dass ich dann von hinten einen draufkriege und abfliege. Eben, genau. So, Michael Endres auf der 14. Position nach dem Unfall. Kommt er hier noch über die Linie und dann als letzter Shivanath, der ist schon abgewunken, den sehen wir hier. Also müssten wir doch jetzt auch hoffentlich, vielleicht, eventuell, versuchen es mal. Stimmt, halt, komm schon. Jawohl, SDK, vielen Dank. So, Mirko Gier also gewinnt vor Luca Negro, dann André Rajkovic vor René Seidemann auf 3 und 4. Claudio Costarelli auf der 5, Fabio Calcio-Gandino auf der 6 vor Leonardo Pizzoli auf der 7, Marco Honegger auf Platz 8. Dementsprechend die Pole Position jetzt in Rennen Nummer 2, Dennis Andlauer auf der 9, dann Jonathan Giudice auf der 10, Thomas Eckold auf der 11, Luca Nionello auf der 12, Simon Heck auf der 13 nach seinem Startunfall, Michael Endres auf der 14, dann Shivanath auf 15, Yannick Engler, Patrick Grandi dementsprechend beide abgestellt und Dani Bernasconi hat sich als Fahrer eingeschlichen. Genau. So, dann können wir jetzt gleich noch ein bisschen das Warm-up nutzen. Dani, um mal darüber zu sprechen, Rennen 1, viel passiert, was vielleicht nicht unbedingt hätte passieren sollen, aber auch das ein oder andere durchaus schöne Manöver dabei. Ja, nach den wilden ersten 5-6 Minuten hat sich dann tatsächlich normalisiert, endlich. Aber trotzdem schade, Unfälle, die einfach nicht nötig sind, aber es gehört auch zum Motorsport, es müssen nicht so viele aufs Mal sein. Und wir haben tatsächlich dann ein paar ganz schöne Manöver auch gesehen. Es gibt lichte Momente, wo man sieht, wie es gehen würde. Jetzt natürlich die große Frage für Rennen 2, Mirko Gier mit Start-Zielsieg, der von Souveränität nur geglänzt hat.
Jetzt startet er auf Position 8 in Rennen 2 und hat da doch den ein oder anderen schwierigeren Kandidaten vor sich, um ihn zu überholen. Aber ist das jetzt so das Rennen, das für Mirko einfach mal wirklich den Grand Slam auspacken kann? Pole Position, schnellste Rennrunde, Sieg in Rennen 1, Sieg in Rennen 2? Durchaus möglich. Ich denke, es ist wichtig, dass er sich am Start aus etwelchen Tohuwabohus raushalten kann, und dann hat er lange genug Zeit. Mit seiner Leistung heute reichen 30 Minuten, denke ich, dass er sich nach vorne kämpfen kann. Bin gespannt. Gehe ich auch davon aus. Jetzt heißt es natürlich nur Daumen drücken, dass es dann in Rennen 2, dass wir in wenigen Minuten dann auch gleich haben werden, liebe Zuschauer, dass wir dann dementsprechend da ja jetzt nicht das Problem bekommen, da noch den einen oder anderen weiteren Unfall zu sehen. Währenddessen würde ich mal ganz kurz nochmal auf dieses wichtige Thema eingehen. Am 19. Februar ist es nämlich soweit. Charity-Event Just One Wish for the Children We Race heißt es dann wieder. Auf dem Red Bull Ring dieses Mal mit dem Porsche GT3 Cup 992, das neue Modell des GT3 Cup, das ja in iRacing rausgekommen ist. Und der hier im Bild zu sehende Porsche Cayman GT4. Ein ganz, ganz großartiger Event, der von Lechner Racing und der Sim Racing Academy zusammen auf die Beine gestellt wird. Und jetzt ist es natürlich unglaublich passend, dass ich Dani bei mir habe, denn Dani, ihr meldet auch Fahrzeuge. Ich weiß von zwei, ein drittes ist im Gespräch. Was fährst du denn jetzt mit? Ja, ich werde mit Fabio Calcicantino im Porsche GT4 mitfahren. Dann haben wir mit Rune Grob und Martin Fuchs noch ein zweites GT4-Fahrzeug. Und jetzt suchen wir noch einen Ergänzungsfahrer, der mit Nico Tanner im Porsche Cup unterwegs sein würde. Ich hoffe, dass das noch klappt. Also wenn da der ein oder andere sich angesprochen fühlt, gerne auch bei Dani Bernasconi melden. Dann, wenn jemand Bock auf den Porsche Cup hat, dann auf jeden Fall anschreiben. Und wenn nicht, dann gerne selber ein Team melden. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass da noch der Ton von der Werbung plötzlich im Hintergrund an war. Auch sehr interessant. Ja, also gerne Team anmelden. Und wenn ihr euch nicht mit einem eigenen Team anmeldet, dann gerne dementsprechend in den Stream kommen und spenden und viel Party feiern und Party machen. Genau deswegen machen wir das. Wir wollen der Salzburger Kinderkrebshilfe spenden und dementsprechend ein paar Kindern ein leichteres und etwas schöneres Leben ermöglichen und gleichzeitig natürlich auch viel Spaß und viel tolles Racing an diesem Tag erleben. Und ich glaube, Dani, wir beide haben schon mal richtig Bock drauf auf jeden Fall, und ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen, der da richtig, richtig Bock drauf hat. Ja, unbedingt. Und ich fahre extra einen Tag später in die Skiferien, das möchte ich noch deutlich erwähnen. Also, Freunde, dann habt ihr jetzt gerade gehört, was da aufopferungsvoll ist, ja? Dann könnt ihr das auch. Ja, gibt keine Entschuldigung ab sofort mehr. Wenn man sogar auf seinen Skiurlaub verzichten kann, oder einen Tag des Skiurlaubs verzichten kann, dann würde ich mal sagen, dann könnt ihr auch auf euren Kaffee verzichten zum Beispiel. Keine Ahnung, ob ihr an dem Tag Kaffee trinken wollt, aber ist ja jetzt mal völlig belanglos. Hauptsache anmelden, mitfahren. So, das ist mal das Wichtigste. Das steht auch im Chat nochmal. Hashtag ihr seid Helden. Und wer möchte nicht gerne ein Held sein? Also, glaube ich jetzt einfach mal. Ich bin zwar jetzt auch nicht so der Superheldenmensch, aber ab und zu möchte man doch, glaube ich, ganz gerne mal ein Held genannt werden. So, Warm-up ist durch. Das heißt, wir gehen in die Grid-Phase und schauen uns das Ganze dann gleich an. Ich würde sagen, haben wir schon irgendjemanden? Leonardo Pizzoli steht schon in der Startaufstellung, da können wir schon mal drauf gucken. Auch schön, also da ist ja auch eine richtige AKR-Armada hier am Start in der Formel 3. Sind mittlerweile 5 Fahrer, glaube ich. Ja, müssten 5 sein, glaube ich, ja. Ja. Sind ja alles Leute aus der Südschweiz, aus dem Tessin, und mindestens einer auch aus Italien. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Kommt mal eine ganz neue Region dazu, die vorher so in unserer Gegend noch gar nicht am Start war. Ja, absolut. Ich finde das auch sehr, sehr cool. Und freue mich da auch über jeden, der da immer mit dabei ist. So, und jetzt sehen wir Marco Honegger, der wie gesagt auf der Pole steht. Ich weiß nicht, ob er sich da wohlfühlt. Das werden wir gleich rausfinden. Also ich muss zugeben, mein persönliches Lieblingsgefühl wäre es nicht. Wir werden jetzt rausfinden, wie Marco damit umgeht. Das Rennen ist in diesem Moment freigegeben. Guter Start von Marco Honegger, wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
Der kam da deutlich besser weg. Oh, da hinten gab es schon eine Berührung. Da ist einer hinten drauf gefahren. Und das war Dennis Anglauer. Der da hinten schon Kontakt hatte. Jetzt gucken wir mal. Hinten scheint alles ganz gut zu laufen. Simon Heck fährt da schon weiter nach vorne. Simon, jetzt bitte nicht irgendwem auffahren. Das wäre sehr, sehr gut. Scheint aber dieses Mal deutlich besser funktioniert zu haben. So, Mirko Gier ist schon auf die 7 nach vorne gekommen. Und oh, was ist mit André Rajkovic und Claudio Costarelli? Das ist richtig eng hier durch die S-Schikane hindurch. Und dann gibt es den Treffer von André gegen Claudio Costarelli. Aber ich glaube, dass Claudio da tatsächlich vorher sich schon gedreht hatte. Ja, ja. Das war eine Selbstdrehung. Oh, eine der nächste Dreher von Jonathan Giudice. Was ist denn jetzt los? Meine Güte, André Rajkovic mittendrin stand nur dabei. Aber auch hier, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, trifft ihn keine Schuld. Nee, selber gedreht. So, jetzt Marco Honegger, der seine Pole bis hierhin verteidigen konnte. Jetzt kommt Fabio Calciogandino. Und das sieht jetzt aber so aus, als möchte der da innen vorbei. Marco bleibt außen stark und blockiert jetzt hier natürlich am Exit ein bisschen den Weg. Quersteher beim Rausbeschleunigen und das hatten wir schon mal. Und jetzt geht Fabio Calciogandino auf der Innenbahn vorbei und Mirko Gier jetzt schon auf Position 4 nach vorne gekommen. Jetzt sind sie da free wide unterwegs auf der Stadtzielgeraden. Vorne dran ist es René Seidemann. Mirko Gier jetzt auf der 4, muss aufpassen, dass er da nicht von Pizzoli oder Negro getroffen wird. Da geht einer weit, das ist Marco Honegger, der da viel zu weit unterwegs ist. Kommt aber wieder auf die Strecke zurück, ohne einen Einschlag gehabt zu haben. Und dann gibt es den Treffer von Negro gegen, wenn ich es richtig, nee, von, oh, oh Gott, jetzt passiert hier mehreres. Jetzt ist Chaos. Simon Heck da mit involviert, Dennis Andlauer hat es rausgefeuert. Jetzt ist vorbei. Ja, schade, schade, schade. Negro, Andlauer, Heck, da sind mehrere involviert. Und die stehen jetzt auch an der Box. Da müssen wir jetzt auch mal schauen, was ist da passiert. Danny, das gucken wir uns jetzt am besten nochmal an. Ich hoffe, dass ich es irgendwo finde. Ich habe es, glaube ich, gefunden. Ja, okay, Moment. Moment. Tut mir leid, ich mache das ungerne, händisch zurückspulen, aber das müssen wir uns mal aus der gesamten Szene angucken, glaube ich. So. Wir gehen mal in eine langsamere Geschwindigkeit, denn ich möchte mir jetzt mal kurz angucken, was hier passiert. Also, da kommt Marco Honegger wieder zurück auf die Strecke. So, dann sehen wir da Negro, der schon da schon nah rankommt. Ja. Dann gibt es den Treffer hier gegen, ich glaube, Pizzoli. Der dreht sich selber weg. Genau, dann gibt es den Treffer gegen Pizzoli. Ja. Jetzt kommt die weitere Szene. Da weiß ich jetzt nicht, wer da unterwegs ist. Die 3, das ist André Rajkovic. So, und dann fährt, ja gut, da muss ich dann jetzt sagen, das ist aber der Fehler von Luca Negro, der da einfach rüberfährt, während da Simon Heck angefahren kommt. Und dann fährt natürlich Dennis Andlauer in Simon Heck, weil er einfach nicht mehr reagieren kann rechtzeitig. Und dementsprechend dann dieser Unfall mit den 3 Jungs, die dann leider Gottes alle 3 an die Box müssen. Eieieiei. Also ganz, ganz unglückliche Szene von der Entstehung bis zum Ende hin im Prinzip. So, und jetzt haben wir hier das nächste Dreierpack. Boah, Shivanath, der da irgendwie vorbei möchte, Jonathan Giudice und Yannick Engler da vor ihm. Jetzt in die Schikane hinein, wenn die 2 vorne sich streiten, könnte er der lachende Dritte sein, aber die einigen sich sehr schnell. Und von daher passiert erstmal nichts. So, René Seidemann ist dran an Mirko Gier, beziehungsweise Mirko Gier ist vorbei an René Seidemann. Schnellste Rennrunde jetzt für Michael Endres im Moment. Der vorbei ist an Marco Honegger auf 5 und 6. Und jetzt ist hier aber mal richtig Chaos. So, Shivanath geht vorbei an Claudio Costarelli. Der dann, glaube ich, derjenige war, der getroffen wurde, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Kann ja auch nicht mehr alles aus dem Fahrzeug rausholen. Oh, da dreht sich einer. Wer ist das? Oder ist ein AKR-Fahrzeug oder prallen sie ineinander? Das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt passiert? Boah. Da fehlen mir jetzt ein bisschen die Worte. Also auch hier müssen wir nochmal zurückspulen, müssen uns das nochmal angucken. Was ist hier genau passiert? Wer dreht sich da vorne weg, ist die große Frage.
Es ist auch ein AKR-Fahrzeug. Es müsste Jonathan Giudice gewesen sein. Und der hat aber eine Berührung, nicht? Wir schauen mal. Also, Jonathan, ja, da trifft er den Kontrahenten mit der 30. Das ist dementsprechend Yannick Engler, der da gedreht wird. Dann dreht sich da, oh, dann gibt es den Treffer von Shivanath gegen beide. Und dann, ja, boah, heftiger Einschlag hier von Giudice und dementsprechend Grandi. Und die sind natürlich beide komplett aus dem Rennen, das ist klar. Und auch Yannick Engler dementsprechend mit kaputtem Fahrzeug, Shivanath an der Box. Also jetzt ist richtig Alarm hier. Junge, Junge, Junge. Wahnsinn. Okay, da wird nochmal kurz die Onboard verlangt. Wir gucken nochmal aus der Onboard. Ja. Also ich möchte mal behaupten, da blieb Patrick Grandi nicht mehr viel Zeit zum Reagieren. Nein. Das Unheil hat vorher angefangen. Das ja. Ist nicht. Patrick Grandi kann da definitiv nichts dafür. Ja, also Patrick Grandi da mal ganz klar aus der Schussbahn. So, René Seidemann vorbeigegangen an Fabio Calciocandino, damit auf Position 2, Mirko Gier auf der 1. Und wir haben es gesagt, Dani, es wird wohl nicht allzu lange dauern, bis Mirko sich da nach vorne setzt. Jetzt ging es natürlich noch ein bisschen schneller durch die ganzen Unfälle, aber Mirko jetzt schon auf der 1. So, Thomas Eckold ist dran an Marco Honegger. Marco, der sich nach seiner Pole jetzt auch nicht mehr ganz so wohl fühlt, glaube ich, auf der 6. Position, hat er auch 2 Ausritte zwischendurch. Thomas zeigt sich da schon im Rückspiegel. Bleibt aber erstmal noch dahinter. Marco Honegger versucht da natürlich mit allen Mitteln, die irgendwie ihm zur Verfügung stehen, das Ding zu verteidigen. Aber einfach ist es natürlich nicht. So, Thomas, jetzt mit dem besseren Exit. Persönliche schnellste Rennrunde von René Seidemann. 1:14.393, damit 2 Zehntel langsamer als Mirko Gier, der mit seiner schnellsten Rennrunde schon wieder in die 1:13er vorgestoßen ist. So, Shivanath ist auch wieder aus der Box draußen nach dem Zwischenfall. Da müssen wir natürlich warten, bis sich das Feld irgendwann mal sortiert. Auch Simon Heck kommt jetzt ist jetzt aus der Box wieder draußen und unterwegs. Auch er natürlich mit einem Unfall. Jetzt der Angriff von Thomas Eckold gegen Marco Honegger. Innen rein für Thomas. Sie lassen sich gegenseitig Platz. Sehr schön, sehr fair. Die beiden zeigen dann, wie es wieder richtig geht. Und Shivanath ist schon wieder auf dem Weg in die Box. Wahrscheinlich noch eine Durchfahrtsstrafe oder irgendwas bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Ne, ist jetzt auch in die Pit eingefahren. Okay. Also auch er steht wieder. Dennis Andlauer ist wieder unterwegs. Und Andrei Rajkovic auf dem Weg nach vorne in Richtung Position 3. Gegen Fabio Calciogandino. Versucht zumindest, kommt erstmal nicht vorbei. Persönliche Bestzeit für Andrei. Fabio mit einer 1:15.7 nur im letzten Umlauf. Da war er deutlich langsamer unterwegs als sonst. Oh, kann André da vielleicht nochmal in Angriff gehen? Das ist die Frage. Wir gucken wieder in seine Cam mit hinein. Boah, der ist da aber. Also das finde ich ja bei André, muss ich ja sagen, ich kann es nur immer wieder betonen, auch wenn ich mich da sehr oft wiederhole. Ich finde das einfach mega cool, wie das bei ihm aussieht, ne? Wenn er da über irgendwas drüber fährt und dann richtig durchgeschüttelt wird und du siehst ihn da in seinem Sitz rumhüpfen. Jetzt auch wieder. Ja, ist lustig. Das ist ein witziges Bild. Aber wenn man weiß, wie es ist, in so einem Simulator zu sitzen, das ist hat durchaus seine Ernsthaftigkeit. Aber das Bild so anzuschauen, ist ziemlich witzig. Ja, absolut. Ich finde es halt einfach krass, dass er sowas zu Hause hat.
Also was, wenn ich mir da angucke, wie sich im Laufe der Jahre bei Andrei Rajkovic das Ganze auch weiterentwickelt hat, wo er da mittlerweile angekommen ist mit seinem Rig. Also erstens kann ich nur den Hut ziehen davor und zweitens, es ist einfach mega cool. Und er ist auf dem Weg, möchte gerne nach vorne auf Position 3, möchte gerne aufs Podium kommen. Und ist auch auf einem ganz guten Weg eigentlich. Also 4/10 ist in Schlagdistanz Richtung Fabio Calciogandino, der nicht immer in diesem Rennen die konstante Pace hatte, muss man auch fairerweise sagen. So, Honegger ist jetzt von der Strecke kurz runter und wird überholt von Thomas Eckold. Der ist damit auf die 6. Position nach vorne. Aber trotzdem gute Punkte für Marco Honegger heute Abend, wenn er das Ding nach Hause fährt. Und jetzt vielleicht mal bei André. Kann er mit Windschatten hier was ausrichten? Ja, jetzt fängt auf jeden Fall der Windschatteneffekt an. Man sieht, wie er sich ransaugt. Welche Bahn wird ihm gegeben? Er muss auf die jetzt Außenbahn, aber es hat dann natürlich für die Schikane die Innenbahn. Und das sollte eigentlich ein Vorteil für ihn sein. Er bremst auch ziemlich gut sich rein, setzt sich nebendran, setzt sich vorbei und holt sich Position 3. Damit Andrei Rajkovic auf dem Treppchen. Und der Weg nach vorne für ihn jetzt natürlich relativ weit, 3,5 Sekunden Richtung René Seidemann. Das wird schwierig zu holen sein, auch wenn er jetzt erstmal natürlich die Augen nach hinten geöffnet haben muss, um zu sehen, ob Fabio Calciogandino nochmal in eine Position kommt, um eventuell einen Angriff zu setzen, wobei es jetzt erstmal nicht danach aussieht. So, Dani, ich hoffe, du lebst noch. Ja, Entschuldigung, ich musste okay. Da im Discord-Server kurz was beantworten. Okay, gut. Nee, ich dachte nur, vielleicht ist Mikro... Ich bin völlig abgeschweift. Alles gut. Ich dachte nur nicht, dass jetzt mit dem Mikro wieder irgendwas ist. Das wäre natürlich sehr schlecht. Nee. Ich habe vorhin Push-to-Talk ausgeschaltet. Ah. Seither funktioniert es. Also bisher kann ich mich nicht beschweren, auf jeden Fall. So, liebe Zuschauer, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Wettbewerbsfrage ein. Welches Fahrzeug fährt Luca Negro vom Team AKR Sim Racing privat? Einmal mit Modell und Marke in den Chat. Dann gibt es eine Chance auf 30 Euro Amazon-Gutschein. Und am Ende der Saison kommt man in den großen Lostopf für am Ende der Saison der große Hauptpreis, den wir, tada, nächste Woche endlich betiteln dürfen. Ich freue mich riesig drauf. In der GT3 dann unbedingt einschalten. Auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag. Dann gibt es den großen Hauptpreis zu bewundern. Und ich kann es nur wiederholen, was wir schon so oft gesagt haben. Es lohnt sich. So. Das kann ich bestätigen. Mehr sage ich nicht. Oh. Also habt ihr es auch vom Serienchef gehört? Wenn ihr es jetzt nicht glaubt, seid ihr selber schuld. So. Wir gehen zum einzigen Duell, das es auf der Strecke tatsächlich noch gibt. Und das ist nun mal Marco Honegger gegen Thomas Eckold. Ansonsten, man sieht es wieder, Dani, jetzt muss man natürlich auch noch leider dazu sagen, die Hälfte des Feldes war in Unfälle verwickelt, dadurch natürlich da auch weit, weit weg. Und ansonsten die Abstände leider doch jetzt auch wieder relativ deutlich. Ja. Ja. Das ist kein Ruhmesblatt heute Abend für die fahrerischen Leistungen von Teilen des Feldes, sagen wir es mal so. Ja, sehr schade. Muss man leider so auch mal faktisch stehen lassen. Nichtsdestotrotz sehen wir auch auf der anderen Seite auch immer wieder schöne Bilder. Also gerade das Duell hier von Thomas Eckold gegen Marco Honegger, wollte ich gerade sagen. Die haben uns schönes Racing geliefert und in dem Moment biegt Thomas Eckold ab ins Kies und ist erstmal, ja, ein gutes Stück weg jetzt. Ab vom Schuss. Und wird dementsprechend erstmal mit dem Positionskampf mit Marco Honegger nichts mehr zu tun haben. Und damit ist uns auch das letzte Duell für heute Abend erstmal geraubt worden, leider. So, Moment. Bei mir läuft gerade etwas Vierbeiniges vor der Nase rum. Das stupst gerade das Mikro so ein bisschen auf die Seite, deswegen habe ich kurz gebraucht. So, jetzt sind wir aber wieder voll dabei. Und schauen mal. Also,
Ich muss halt leider eins dazu sagen, was ich ein bisschen schade finde. Wir haben halt jetzt, wie gesagt, keinen direkten Zweikampf mehr auf der Strecke und auch über Fernduelle wird es erstmal schwierig werden. Ja, leider, leider. Das ist so. Und das ist genau jetzt ist der Rennhalbzeit. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen die Schwierigkeit, liebe Zuschauer, das müsst ihr uns jetzt einfach bitte nachsehen. Da jetzt noch großartig irgendwelche Spannungen herbeizuführen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Und wir haben auch dann nicht mehr den Gesprächsstoff über das Rennen, um jetzt großartig zu sagen, ja, das ist noch interessant, das ist noch interessant. Wir wollen nicht unnötig auf die Unfälle noch weiter eingehen, weil das jetzt zu machen, bringt einfach überhaupt nichts. Das muss sich im Nachgang dementsprechend von der Rennleitung angeschaut werden, damit das... Korrektur. Ja, das ist ein Missverständnis, da kläre ich gerne mal auf, dann haben wir ein bisschen Gesprächsstoff. Das ist nicht die Rennleitung, die das anschaut, das ist die offizielle Jury mit dem Motorsportverband, der das anschaut. Das ist nicht die Rennleitung, es wird immer gesagt, das macht die Rennleitung, das wäre ja ich heute Abend. Oh, das okay, stimmt ja nicht. Und das ist ein unabhängiges Gremium. Da ist einer von der Flank drin, ein Unabhängiger und einer vom Motorsportverband. Also es ist, ich glaube, neutraler kann man es nicht machen. Dann da natürlich vielen Dank für die Aufklärung und sorry von meiner Seite für die Fehlinformation. Nein, kein Problem. Aber es ist eine gute Gelegenheit, das mal zu sagen. Ja, absolut. Ist ja auch sehr schön, wenn wir da die Info dementsprechend haben. So, jetzt haben wir hier mal ein Duell. Luca Nionello gegen Thomas Eckhold. Da geht es um Position 7 und 8. Jetzt würde man normalerweise sagen, ja gut, Position 7 und 8, ja okay. Aber dadurch, dass viele große Namen der Rangliste heute erstens nicht vertreten sind oder zweitens jetzt auch in Unfälle verwickelt waren, ist hier Position 7 und 8 ganz schön wichtig. Denn das kann eins der guten Ergebnisse sein, um sich gerade im Mittelfeld in Sachen Punkte deutlich nach vorne zu bringen. Ja, absolut. Und diese zwei haben jetzt da, das war jetzt wieder gutes Racing. Es gibt's auch, es ist nicht nur schlecht. Aber nein. Ja. Also ich glaube, man muss heute einfach mal dazu sagen, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen einfach mal der Strecke mitgeschuldet. Das ist heute mal eins der eher schlechteren Rennen, die wir gesehen haben, muss man einfach mal so sagen. Weil wir hatten auch schon wirklich sehr, sehr schöne und saubere Rennen hier in der Formel 3. Ja, die allermeisten Zwischenfälle... Ich sag jetzt mal Hotspot Top 1, das ist diese blöde, das ist da Kurve 3 ja, ungefähr. Ja, genau. Hat wirklich viel Chaos verursacht. Und dann die Kurve, ich weiß nicht genau, wie sie durchnummeriert sind, 5 würde ich sagen. Die Linkskurve, was vorhin diesen ganz schlimmen Unfall gegeben hat. Ja, ich glaube, dass das Kurve 6 ist. Aber unabhängig davon, wir wissen, welche Stelle gemeint ist. Also das waren wirklich so die Hotspots heute Abend. Ja. Und dann natürlich noch die Schikane hinten raus, die letzte Schikane. Dann ist es leider dementsprechend halt auch nochmal passiert. Löst bei mir als Rennleiter einen gewissen Frust aus, weil ich genau diese Stellen noch erwähnt habe, darauf hingewiesen habe, dass es da gefährlich ist und dass es nicht der schlaueste Punkt zum Überholen beispielsweise ist. Zwar nicht alles Überholmanöver, aber auch. Und ja. Ja. Man müsste es machen wie in der Schule früher. Und jeder muss dann an die Wandtafel und 50 Mal aufschreiben, ich muss besser aufpassen oder ich muss, ich weiß nicht was. Ich muss vorsichtiger fahren. Ja, gut. Ich muss dem Rennleiter zuhören. Ja, genau. Der Rennleiter hat immer recht. Oh Gott, ja. Schulische Methoden. Ich weiß nicht, ob das immer so funktionieren würde, aber das ab und zu so ein bisschen das Ganze nochmal in Erinnerung rufen, schadet, glaube ich, nicht. Also jetzt nicht, dass ich sagen würde, dass das deine Methode wäre oder dass du das machen müsstest, sondern das muss man selber immer wieder machen. Ich komme in Flow. Ich hätte noch eine Idee. Man könnte Strafskins verhängen. Oh. Irgendwie... Pink Skin dann fahren für zwei Rennen als Strafe oder so, keine Ahnung. Geil. Das wäre natürlich auch noch eine Variante, ja. Könnte man machen. Ja. Allerdings
weiß ich jetzt nicht, wie gut das ankommen würde bei den Fahrern. Soll ja auch nicht gut ankommen. Ja, vielleicht ist plötzlich der ein oder andere dabei, der das toll findet. Das weißt du ja nicht. Sagt der eine, gib mir den pinken Skin, ich fahre den freiwillig. Ja. Wäre auch witzig. Wäre ein Hingucker auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, also wir müssen leider sagen, liebe Zuschauer, man sieht es ja selber an den Abständen, es ist wirklich weit, weit auseinandergezogen. Die Rundenzeiten haben sich eingependelt. Man ist so im Flow jetzt 10 Minuten vor dem Rennende. Da wird vermutlich nicht mehr allzu viel passieren, vorausgesetzt. Man macht hier keinen Fehler mehr. Gibt aber mir die Gelegenheit, nochmal eine sehr beliebte Kategorie hier aufzurufen, denn der Fahrer im Fokus, der ist so ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Da bitte gerne auch nochmal einen Fahrer in den Chat hauen, wenn das gewünscht ist, der dann als nächstes im Fahrer im Fokus stehen wird. Und dann dementsprechend mal ein bisschen näher beleuchtet wird, ein bisschen mehr gezeigt wird und ja, vorgestellt wird. Jetzt haben wir aber nochmal eins, Dani. Jetzt habe ich hier nochmal einen Vorfall gekriegt von SDK. Luca Negro hat einen Fehler gemacht. Ja, es ist wieder... Ui! Es ist wieder unsere Lieblingsstelle und den hat es mal richtig zerfetzt. Ja. Ja. Also da vielleicht nochmal ja, in gut, Slow-Mo. Gut, das ist sein eigener Fehler. Damit kann ich noch leben. wenn sie Eigenfehler machen, das ist... ja. Sehr unglücklich aufgesetzt. Ja. Und dann rutscht er da raus. Immer dieselbe Stelle. Ja, es ist immer derselbe Körper, es ist immer dieselbe Stelle und dann... Der nächste fährt auch gleich so drüber, der konnte das Auto halten. Ja, und da ist halt, ja gut, da ist halt Ende. Das ist vorbei natürlich. Schade. Schade, nochmal einer weniger, jetzt in dem Fall. Luca Negro. Darf ich auch einen Fahrer in den Chat schreiben? Ja. Für den Fahrer im Fokus. Das ist verständlich. Nehmen wir jetzt das Recht, das zu entscheiden. Fahrer im Fokus, ich nehme den Keil. Oh nee, Gottes Willen. Ich bin doch gar kein Fahrer mehr. Nee, ich habe einen anderen, der hat Freude dann. Oh, okay, da bin ich mal gespannt. Ah! Können wir bitte Fabio nehmen? Ich glaube, zu mir gäbe es fahrerisch tatsächlich nicht viel. Er tut immer so Kamerascheu, aber ein bisschen Fame hätte er schon gerne, glaube ich. Ja, ein bisschen Fame kann man ja auch mal haben, ne? Kann ja durchaus auch mal verteilt werden, ein bisschen Fame hier, also bitte. Ja. Ich finde es ein ganz cooles Format, ich schaue es mir immer sehr gerne an. Das ich ist, auch, ich finde das super. Top gemacht. Also gerade auch, wo ich dann solche Sachen gesehen habe, wie das der ein oder andere getanzt hat oder irgendwie mit dem Hund oder bei René zum Beispiel mit den beiden Hunden, fand ich super. Ja. Wäre selber auch ein sehr großer Tierfreund, deswegen von daher finde ich das immer sehr, sehr cool. Also da auch gerne mehr davon, auch wenn das immer wieder sehr, sehr viel Aufwand für den armen Roger ist, muss ich auch mal dazu sagen. So, und jetzt hat sich entschieden, ich bin raus. Gott sei Dank. Wurde überstimmt. Ja! So. Haben wir noch irgendwas, Dani? Wir haben nichts mehr auf der Strecke, ne? Das ist echt ein bisschen schade. Wir könnten mal eine Runde bei Mirko ins Cockpit sitzen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich finde, der fährt so... Guck mal, wir kommen gerade über Startziel, dann fahren wir doch bei dem jetzt einfach mal mit und genießen eine Runde. Genau, weil vielleicht lerne ich noch was. Ja, ich auch. Also würde ich sagen, eine Runde mit bei Mirko Gear Onboard. Wir sind eine Runde mal ruhig und ihr dürft genießen den Sound der Formel 3. Weil als ich fürs Clubrennen trainiert habe, ich habe ja wirklich etliche Runden gebraucht, bis ich gemerkt habe, man kann die Kurve 1 im sechsten Gang fahren. Tatsächlich, das geht. Naja. Ja, das sind so technische Themen. Das ist immer, kenne ich. Verdammt, kann der da schnell rum. Ja. Also ich bin auch überrascht davon, dass man das Auto so schnell und doch so ruhig fahren kann. Ja, wenn man das sieht, muss man sagen, die schnellen Zeiten kommen nicht von nix. Nee. Ist unglaublich präzise.
Eine sehr, sehr saubere Linie, nutzt hier auch nahezu jeden Millimeter der Strecke aus. Und da merkt man dann halt schon sehr schnell, wo der Unterschied herkommt. Boah, auch hier sehr, sehr sauber rum. Boah, hier im vierten Gang, das ist auch mutig, muss ich sagen. Aber da merkt man halt schon den Geschwindigkeitsunterschied. Also wenn ich mir das so angucke, da wäre ich niemals im vierten Gang rum. Hier auch nicht im fünften. Oh lala. Ja, am Limit, aber trotzdem kontrolliert. Ja. Ich glaube, der hat es mitgekriegt auch, jetzt. Ich glaube, es ist off-track grenzwertig. Vielleicht reicht es da gerade so. Ja, kommt, glaube ich, echt drauf an, wo man schon tatsächlich die Strecke verlässt. Ob das ein Off-Track zählt oder nicht. Nee, ist keine, weil er hat immer noch 0 Inks. 0. Ja gut, dann muss ich halt mal sagen, Respekt. Also dann fährt er halt wirklich ein super sauberes Rennen hier. Er ist irgendwie immer einen Gang höher, als ich es bei den anderen Fahrern gesehen habe. Das ist die große Kunst. Ja, die Kunst, die ich nicht beherrsche. Also es macht natürlich nur Sinn, wenn du auch schnell genug bist. Sonst ja, macht der Gang keinen Sinn, aber genau eben. 1.13.8.3.8 in diesem Umlauf. Also Wahnsinn, was für Rundenzeiten der hier raushämmert. 1.14.2 bei René Seidemann und das ist schon wirklich schnell. 1.14.4 bei André Rajkovic, auch eine super Zeit. Also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, was da auch für ein Unterschied herrscht zwischen Spitze und Mittelfeld allein schon. Mirko Gier, der hier wirklich vom Feinsten präsentiert. Und würde ich sagen, dann nutzen wir doch noch einmal die Fahrercam von André Rajkovic, wenn wir ihn doch schon dabei haben. Ich finde das so cool, wenn der da auf und ab hüpft in seinem Rig. Auch wenn man den Sitz so sieht, wie er sich wieder bewegt. Anstrengend, definitiv. Und viele sagen ja auch tatsächlich, dass das die ein oder andere Zehntel Pace rausnimmt, wenn man so fährt. Und dann hat er noch eine VR dazu, also Immersion ist ja bei André wirklich bei 110%. Ja, aber kann ich verstehen. Also schon nur, wenn du nur ohne Motion, nur Buttkicker fährst und dann fährst du das Rennen 30 Minuten und nach 30 Minuten überhitzt irgendwie der Verstärker oder irgendwas und es stellt einfach ab und es vibriert einfach von einer Sekunde auf die andere nicht mehr. Die ganze Immersion ist im Eimer, da kannst du das Rennen fertig fahren. Das ist wie wenn das Force Feedback ausfallen würde. Das ist ganz komisch. Ja. Das ist, ja. Also ich kenne es ja auch. Ich bin ja früher auch immer mal wieder bei Kollegen im Motion Simulator gefahren. Ich muss sagen, wenn ich dann wieder raus bin aus dem Motion Simulator und plötzlich ohne unterwegs war, das war ganz komisch. Das war ganz komisch. Wir haben einen Zwischenfall. Dennis Andlauer. Muss was passiert sein. Oh, Kurve 1 und dann, jo. Kurve 1? Ja. Ah, aufs Gras. Beim Anbremsen aufs Gras und dann ist das Auto hinüber. Sehr, sehr ärgerlich. Ja. Dementsprechend er jetzt natürlich auch am nach hinten durchgereicht werden. 1.40 noch auf der Uhr. Also wir befinden uns in der vorletzten Runde. Wir gucken mal drauf, wo sind sie denn unterwegs? So, da ist jetzt Mirko Giers gerade über die Ziellinie, das heißt aber trotzdem noch 2 Runden, ne? Und wir sehen es, die Fahrzeuge haben sich einfach komplett über die Karte verteilt. Wir sind auf der Strecke überall unterwegs. Da wird sich wohl nicht mehr viel tun in Sachen Positionskämpfe. Nope. Und die werden auch alle genug Sprit haben. Im Clubrennen gestern ist ja wie gesagt Fix-Setup und der Sprit wurde dann tatsächlich knapp. Echt? Ja, ich bin also mit 0,00 über die Linie gerollt. Oh. Okay. Das sollte hier jetzt nicht passieren. Nee, das glaube ich auch nicht. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ja. So, Claudio Costarelli kommt nochmal in die Nähe von Luca Leonello. Da können wir doch nochmal drauf schauen. Teamkollegen bei AKR. AKR hat sich ja heute leider Gottes auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, gerade mit dem einen Unfall vorhin, wobei das halt auch blöd gelaufen ist, muss man sagen. Ja, es war eine Kettenreaktion, das ist mehr als einmal vorgekommen heute und ja. So, und dann würde ich sagen, dann schalten wir direkt wieder um, denn Mirko Gier
gewinnt auch Lauf Nummer 2 heute Abend auf Road Atlanta, holt sich damit den Grand Slam. Nein, es ist noch gar nicht vorbei. Oh, 10 Sekunden, Entschuldigung. Jetzt habe ich ihn hoffentlich nicht verflucht. Ja, ich glaube nicht. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt einfach nicht verflucht. Bei Max Gülden habe ich auch gesagt, es muss was passieren, dass er den Sieg abgibt. Und was ist passiert? Er ist rausgerutscht. Ja, ich bin nicht abergläubig. Ich auch nicht. Aber am Schluss war es trotzdem Max, der über den Curb gefahren ist. Ja, natürlich, klar. Aber man kennt es ja, der Kommentatorenfluch. So, jetzt Claudio Costarelli gegen Leonardo... Luca Lionello. Mein Gott. Das reicht. Ja, ist ich vorbei. Nein. Ist ja vorbei. Gut, keine Gegenwehr. Nee, überhaupt keine Gegenwehr. Da hat man vorbeigelassen. Und da sehen wir Mirko Gier, der jetzt zum letzten Mal über die Gegengerade fährt. Da unterwegs ist in Richtung Startziel. Und damit ist es jetzt offiziell. Mirko Gier holt den Grand Slam. Sieg in Rennen 1, Sieg in Rennen 2, Pole Position im Quali und die schnellste Rennrunde, die er jetzt gerade nochmal verbessert hat. 1:13.354 im letzten Umlauf noch rausgehauen. Ja. Und da kommt dann René Seidemann als Zweiter über die Linie. André Rajkovic auf Position Nummer 3. Auch souverän das Ganze nach Hause gefahren. Da haben wir Fabio Calcio-Gandino auf der 4. Position. Auch er souverän nach Hause gefahren das Ganze. Michael Endres auf der 5. Der Teamkollege von André Rajkovic. Und dann haben wir Marco Honegger, Position 6. Ich würde mal sagen, die nimmt er doch dankend mit nach Hause. Holt hier souverän wichtige Punkte. Thomas Eckold auf der 7. Auch eher starkes Ergebnis. Nochmal ordentlich am Rutschen und Wiggeln hier. Freut sich. Claudio Costarelli, haben wir gerade noch gesehen, hat Luca Lionello überholt. Kommt auf die 8 über die Linie, dann Lionello auf der 9. Simon Heck ist schon abgewunken. Yannick Engler sehen wir hier noch auf der 11. Er einer der Unglücksraben, die mitgetroffen wurden. Und dann haben wir tatsächlich niemanden mehr auf der Strecke. Damit ist das ganze Thema für heute Abend tatsächlich in den Büchern. Ich muss ja sagen, schwierig. Schwierig, Dani, würde ich sagen, oder? Schwierig. Ich würde sagen, es kann nur noch besser werden eigentlich. Ja, absolut. So, und da sehen wir das Result nochmal einmal im Gesamtüberblick. Also, Mirko Gier gewinnt vor René Seidemann, dann André Rajkovic auf der 3, Fabio Calcio-Gandino vor Michael Endres, Marco Honegger auf der 6, Thomas Eckold, Claudio Costarelli auf der 7, Luca Lionello auf der 9, dann Simon Heck auf der 10. Auch er musste dann am Ende das Auto abstellen, beziehungsweise er hat nicht abgestellt, aber ist 3 Runden im Rückstand. Yannick Engler, Dennis Andlauer auf 11 und 12, Leonardo Pizzoli, Jonathan Giudice, Patrick Grandi und Luca Negro, 4 der 6 Fahrer von AKR leider ausgeschieden. Shivanat eben dementsprechend als 17. auch ausgeschieden. Also ein Rennen, das sehr viele Todesopfer gefordert hat heute Abend, geht zu Ende. Sehr, sehr schade. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung, liebe Zuschauer, und sind dann gleich wieder da mit den Ergebnissen bzw. mit den Interviews aus diesem Abend.
Oh Mann, Baby, ich habe meinen Einsatz verpasst. Warte doch mal ein bisschen. 1ahosting.ch. 100 GB SSD Webhosting für nur 4,90 Franken pro Monat. Registriere jetzt deine .ch-Domäne für nur 4,90 Franken im ersten Jahr zum Hosting dazu, Mann. Webhosting vom Feinsten. So, und damit sind wir zurück aus der Werbeunterbrechung, liebe Zuschauer. Und da sind wir auch schon direkt im Interview gelandet und bei mir in der Interviewkabine, beziehungsweise in der Kommentatorenkabine. Jetzt darf ich begrüßen André Rajkovic, der Fahrer, eigentlich vom Team Heusingfeld, hier am Start für die Sim Racing Academy. André, einen wunderschönen guten Abend, ordentlich durchgeschüttelt auf Road Atlanta, Platz 3 nach Hause gefahren. Wie geht's dir? Hallo, ja, durchgeschüttelt ist gut. Also Handgelenke tun weh, Rücken tut weh, also Road Atlanta ist schon... heftig, also von der Physis, muss ich sagen, eine der anstrengendsten Strecken bei mir im Rig. Also wirklich. Also nichts für ältere Herren. Boah, nee. Ich halte da nicht lang durch, aber es ging. Es ging, ja, also super Rennen gefahren, P3 nach Hause geholt, natürlich auch ein bisschen das ganze Thema mitgekriegt, was da alles passiert ist, viele Unfälle, viele unglückliche Szenen. Jetzt natürlich die Frage auch an dich, was ist so der Plan noch für den Rest der Saison? Was ist so noch dein Gedanke? Weil es sind ja durchaus noch Strecken dabei, wo ich von dir weiß, die magst du nicht ganz so gerne. Ich werde mich jetzt erstmal aufs Ausweichmanöver konzentrieren, weil das ist eigentlich das beste Training, was man in dem Feld momentan haben kann. Weil, kommt man an, ist man automatisch irgendwie Top 3 oder so. Ja, das ist eigentlich alles. Die Startphase mit den First-Turn-Cowboys, die muss man halt überleben. Die verlieren ihre Autos dann, bis Kurve 4 ist die Hälfte weg vorne und dann muss man eigentlich nur noch sauber durchfahren. Und von daher lasse ich mich einfach überraschen und gucke, wie viel Ausfällen ich halt profitieren kann. Ja, klare Worte seitens André Rajkovic. Ich kann es aber verstehen, wir haben es ja während des Rennens auch schon wir haben es ja eigentlich in einer Tour die ganze Zeit immer wieder angesprochen. Also dir vielen lieben Dank, André, und natürlich einen herzlichen Glückwunsch und danke für die Fahrercam. Ich finde, das ist immer eine Bereicherung für den Stream. Das sieht einfach immer ultra geil aus bei dir. Das muss man einfach wirklich mal auch festhalten. Das ist einfach extrem cool. Ich feier's und ich kenne mehr als genug Leute, die es ebenfalls feiern. Also von daher, da vielen, vielen lieben Dank an André. Und von André kommen wir zu René. René Seidemann auf Position 2, heute souverän das Ding über die Linie gebracht. René, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Glückwunsch zu P2. Freut mich persönlich wieder sehr, dich hier zu sehen und zu hören. Auch du hast ja mitgekriegt, was da an der Startphase alles passiert ist. Nimm uns mit aus deiner Cockpit-Sicht, wie ist es dir ergangen? Ja, guten Abend und vielen Dank natürlich. Da hat sich jetzt mein Training tatsächlich extrem gelohnt, weil ich habe doch nach Weihnachten mich intensiv hingesetzt und habe da versucht, das Ding irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und möglichst schnell auch. Hat offensichtlich ganz gut funktioniert, hat nicht ganz gereicht für Mirko, aber hier auf jeden Fall erstmal Gratulation auch an Mirko und an André, die auch durchgekommen sind, muss man ja sagen. Was ist bei mir gewesen in der Quali? Die habe ich total versaut, mehrfach geübt und trotzdem versaut, ist halt so. Deswegen wurde von da hinten gestartet und konnte mir das ganze Spektakel ganz gut angucken. Ihr habt es ja mitbekommen, ich bin dann recht schnell in die Top 10 und dann auch immer weiter vorgekommen, weil sich alle weggedreht haben oder verkeilt haben oder sonst irgendwas. Ja, dementsprechend war dann P4 nach der Quali schon das Optimum gewesen. Leider André nicht mehr bekommen, aber
wie gesagt, er war halt dann doch noch zu schnell. Ja, und für mich war dann das zweite Rennen irgendwie dasselbe, so erstmal durchkommen und möglichst konstant fahren. Ich wusste, dass es hier ganz gut klappt. Leider habe ich die Zeiten nicht ganz fahren können, aber am Ende hat es für mich perfekt gereicht mit einem guten Abstand nach vorne, mit einem guten Abstand nach hinten. Und daher bin ich mit dem P2 absolut zufrieden. Ja, das merkt man dir auch an, dass du damit zufrieden bist. Jetzt finde ich es natürlich schön, dass sich dann das Training auch gelohnt hat. Jetzt auch an dich noch die Frage, der Rest der Saison, es sind ja noch einige Strecken dabei, die sehr verschiedene Charakteristiken haben. Hast du so die ein oder andere, wo du sagst, da freust du dich nochmal richtig drauf, da hast du nochmal richtig Bock drauf? Also nachdem ich Road Atlanta eigentlich nicht so zu meinen Lieblingsstrecken gezählt habe, weil die doch recht schwierig ist, und das werde ich auch nächste Woche wieder im GT3 merken, habe ich sehr, sehr viel Spaß drauf gehabt. Und ich habe langsam das Gefühl, mit dem F3 habe ich auf jeder Strecke Spaß. Und von daher, ich freue mich jetzt auf jedes Rennen und werde einfach das Beste rausholen und hoffentlich noch die ein oder anderen Top-5-Ergebnisse auf jeden Fall mal holen. Ja, würde ich sagen, das sind doch sehr, sehr schöne, positive Worte seitens René Seidemann. René, dir vielen lieben Dank. Nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich zu P2. Ein ganz, ganz starkes Ergebnis. Und dann gehen wir weiter zum, ja, ich muss ja vorsichtig sein mit solchen Formulierungen, aber ich möchte fast sagen, der Freddy Eugster des Road Atlanta hier. Mirko Gier bei uns von Unique Sim Racing. Mirko, einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Glückwunsch zum Grand Slam. Man darf es ja nicht anders nennen. Pole Position, schnellste Rennrunde, Sieg in Rennen 1, Sieg in Rennen 2. In beiden Rennen auch die schnellste Rennrunde gemacht. Im letzten Umlauf noch in diesem Rennen nochmal eine oben drauf gepackt. Der Sieg war eigentlich, muss man so sagen, nie gefährdet, aber nimm uns trotzdem mit, gerade Rennen 2. Du warst auf P8 da unterwegs und hast alles um dich rum mitgekriegt. Wie oft war der Gedanke da, oh Gott, jetzt könnte es knapp werden? Ja, guten Abend und Dankeschön erstmal. Ja, also eben grundsätzlich, das Quali lief sehr gut. Rennen 1 eher ereignislos auch. Der Luca Negro hat mich überrascht, er konnte sehr gut mithalten. War sehr spannend, denn hatte ich nichts auf dem Radar. Rennen 2 dann auf P8 gestartet, wie du es gesagt hast. Der Start ist mir sehr gut gelungen. Und dann war es schon ein bisschen, ja, wie sagt man da, bei uns in der Schweiz, die Kilby, oder, da mit den Tütschi-Autos, etwas spannend dann links, rechts überholen irgendwie. Ich habe mich versucht zu fokussieren nach vorne und konnte dann meine Pace irgendwo durchziehen. René Seidemann hat sich sehr stark gewehrt, Gratulation übrigens auch dann für den P2 zum Schluss und andere natürlich für den P3. Ich habe es gar nicht so genau mitgekriegt, wer links, rechts, vorne, hinten. Ich, eben wie gesagt, habe mich nach vorne orientiert und dann auf mich versucht zu konzentrieren. Ja. Ja, also da bist du auch sehr stark mit durchgekommen. Jetzt auch an dich die Frage, was ich schon die anderen beiden Jungs gefragt habe, der restliche Rennkalender. Es ist ja durchaus noch einiges vorhanden. Für dich so die eine oder andere Strecke, wo du vielleicht nochmal so eine souveräne Leistung wie heute in Road Atlanta wiederholen könntest? Ja, ich weiß es nicht. Also grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, dass heute sehr viele gefehlt oder einige gefehlt haben. Allem voran Freddy natürlich, der da immer seine eigenen Rundenzeiten fährt. Das ist mir natürlich sehr stark jetzt entgegengekommen. Aber der Rennkalender, ich habe mich noch gar nicht so genau damit auseinandergesetzt. Ich glaube, nächstes Rennen ist Interlagos, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es gibt sehr viele schöne Strecken. Ich habe da nicht so die Lieblinge oder so. Mit dem F3 fahre ich generell sehr gerne. Macht sowieso Spaß, auch wenn es manchmal etwas tricky zu fahren ist. Aber ich freue mich auf die nächsten Rennen. Ja, dann schauen wir doch mal kurz alle gemeinsam auf den Rennkalender. Vielen lieben Dank, Mirko, nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Und dann gucken wir doch auch mal auf den Rennkalender. Und du hast tatsächlich recht, Mirko. Interlagos ist die nächste Strecke. Und jetzt blutet mir das Herz, muss ich sagen. Weil ich bei Interlagos nicht dabei sein werde in der Formel 3. Da bin ich tatsächlich ausnahmsweise mal im Urlaub. Ich bin nicht da, aber ich habe schon einen adäquaten Ersatz gefunden, der hat euch... Das genehmigt. Ja, du nicht. Dich muss ich ja auch nicht fragen, Gott sei Dank. Nein, Interlagos wird dann an anderer Stelle von jemand anderem durchgeführt werden. Ich habe aber schon einen adäquaten Ersatz gefunden, für euch keine Sorge. Also es wird nicht langweilig werden. Also der nächste Lauf dann in 2 Wochen auf Interlagos. Da freu ich mich für euch als Fahrer, weil ich persönlich bin ein riesen Fan von Interlagos. Ich liebe diese Strecke. Im GT3 macht sie mir nicht so viel Spaß tatsächlich, weil diese bergab links, ja...
dieser Linkshang, sage ich mal, der ist schon sehr tricky im GT3. Im Formel 3 funktioniert das Ganze irgendwie besser. Aber sei mal dahingestellt. Und zum Abschluss, liebe Zuschauer, wechseln wir natürlich nochmal das Ganze und gehen rüber zum Studio, ins Studio. Da sehen wir nochmal schöne Bilder hier von Mirko Gier. Und wir haben natürlich nochmal die Wettbewerbsfrage aufzulösen, die da lautete heute: Mit welchem Fahrzeug fährt Luca Negro von AKR Sim Racing privat? Jetzt hat es natürlich blöderweise keiner erraten. Das ist natürlich sehr schade. Es war ein VW Polo. Es hat keiner erraten. Deswegen gibt es dann beim nächsten Rennen einen 45€ Amazon-Gutschein zu gewinnen, das ja dann am nächsten Donnerstag in der GT3 sein wird. Und ganz wichtig, beim nächsten Lauf der GT3 werden wir den Hauptpreis veröffentlichen und verkünden. Also bitte unbedingt einschalten. Das wird absolut großartig. Und zum Abschluss, der Fahrer im Fokus wird, und der Vorschlag von Dani Bernasconi ist angenommen worden, Fabio Calcio Gandino. Ich bin raus aus der Nummer. Puh, Gott sei Dank. Muss mich da jetzt nicht noch irgendwie blamieren, da, weil es keine Fahrergeschichte bei mir gibt so richtig. Also da auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dann sage ich an dieser Stelle erstmal noch vielen Dank an alle drei zum Interview, dass sie alle da waren. Und natürlich ein ganz großes Dankeschön an Dani Bernasconi, der sich heute Abend spontan, wirklich sehr spontan, 5 Minuten vor Streambeginn die Zeit genommen hat und gesagt hat, komm, ich kann mich mit dazusetzen. Also dir vielen lieben Dank, Dani. Es hat mich sehr gefreut. Es war wieder sehr schön, mit dir ein Rennen kommentieren zu dürfen. Ja, vielen Dank auch. Hat mich auch gefreut und gerne wieder mal. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und damit, liebe Zuschauer, sage ich vielen lieben Dank an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Wünsche allen einen schönen restlichen Donnerstagabend. Kommt noch gut durch den Freitag, dann ist wieder Wochenende. Dann haben wir wieder mehr Zeit für wichtige Dinge im Leben, also Hobbys. Und dementsprechend sage ich, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen und hören uns nächste Woche zum Lauf der GT3 hier auf Road Atlanta. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Mann, Baby, ich habe meinen Einsatz verpasst. Warte doch mal ein bisschen. 1er-hosting.ch. 100 GB SSD Webhosting für nur 4,90 Franken pro Monat. Registriere jetzt deine .ch-Domäne für nur 4,90 Franken im ersten Jahr zum Hosting dazu, Mann. Webhosting vom Feinsten.